Radio Poki Talk, Radio Poki Talk, von Mensch zu Mensch. Professor Dr. Franz Ruppert ist Psychotraumatherapeut aus München, hat beim Außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss seine psychologischen Expertise eingebracht und die psychischen Schäden zu benennen, die derzeit Politiker, Lobbyisten und willfähige Wissenschaftler und Journalisten durch die Corona-Pandemie bei uns verursachen. Wie wer einen Krieg gegen den Virus führt, führt facto einen Krieg gegen die Menschheit. So seine Überzeugung. Und jetzt bin ich leise und jetzt rufe ich Bettina Maria Gozzola. Ich freue mich auf diesen Abend. Guten Abend, Bettina. Ich begrüße alle Zuhörer und ich freue mich, dass ich heute wieder dabei bin mit einem ganz besonderen Interviewgast, der Professor Ruppert aus München. Er ist ja in aller Munde, viele Leute kennen ihn und er ist jetzt in letzter Zeit auch sehr oft aufgetaucht, auch in Interviews oder in einer Talkrunde. Und also viele kennen ihn und er darf jetzt kurz auch mal Hallo sagen. Freuen sich sicher schon viele. Die Sendung und bin gespannt, wo uns dieses Gespräch hinführen wird. Ja, und auch gespannt, was dann vielleicht auch die Fragen sind, die dann reinkommen im Laufe des Abends. Ganz genau. Ich habe mir ja natürlich ein paar Notizen gemacht, vor allem zu den aktuellen Themen, die jetzt der Herr Ruppert auch quasi mit in den Raum bringt, aufgrund der Krise, die wir haben, aufgrund der ganzen neuen Traumatisierung, die ja hier komplett ins Leben gerufen wird. Und dazu gibt es auch einen Online-Kongress, auf den ich jetzt gleich verweise. Das wäre der 17. und 18.10. und der 24. und 25. Oktober. Das nennt sich Internationaler Online-Kongress, der lautet: Was will ich, leben oder überleben? Und das passt ja gerade genau in die Zeit, weil der sich so anfühlt, als ob die Menschen nur noch überleben und das Leben völlig vergessen und sich anpassen und sich vor allem der Unlust des Lebens anpassen. Und es gibt natürlich dann auch einen Teil von Menschen, der das nicht tut und der aber weiter lebt und das freudvolle Leben. Und da werden wir auch noch drauf kommen, wer da jetzt der ist, der es nicht tut und wer jene sind, die es tun und immer noch das freudvolle Leben und sich nicht beirren lassen. Das hat nämlich einen Hintergrund. Darauf kommen wir noch. Und jetzt in diesem Online-Kongress, das beinhaltet ja auch diese Methodik, ja, das erzähle ich euch auch nochmal, das wahre Glück, mir selbst zu begegnen, mit IOPT-Anliegemethode aus der Traumabiografie aussteigen. Also sprich, aus der Traumabiografie aussteigen, würde ja dann quasi nach sich ziehen, dass man dann wieder in dieser Freiheit lebt, in dieser Lebensfreude, ja, dass man also quasi eine gewisse Spaltung oder eine gewisse Zusammenfügung wieder praktizieren kann. Und dafür haben sie eine Methode und die nennt sich eben IOPT und Anlegemethode. Da können Sie gerne was dazu sagen noch. Ja, darf ich gleich was dazu sagen. Ja, das ist so. Das ist jetzt der 5. Kongress, alle 2 Jahre. Ich habe einen Kongress gemacht zu meiner Arbeit, weil ich habe dann festgestellt, dieser Ansatz, den ich entwickle, das ist ja schon was Eigenständiges. Und deswegen haben wir jetzt dann gesagt, okay, ich werde jetzt alle 2 Jahre mal updaten, was ist da neu dazugekommen. Und deswegen war jetzt dieses Jahr die Idee, dieses grundsätzliche Fragestellung, was will ich leben oder überleben? Und der Kern meiner Theorie ist eigentlich eine Identitätstheorie. Ja? Also ich habe schon angefangen, so mit die Bindungsprozesse zwischen Mutter und Kind und die Traumatisierung. Aber letztendlich habe ich dann festgestellt, eigentlich geht es hier um Identität. Es geht um die Frage, wer bin ich? Was will ich? Und da gibt es eigentlich, sagen wir, falsche Antworten darauf, was Identität ist und Halbwahrheiten. Und ich habe eben herausgefunden, man muss ganz unterscheiden, ganz dringlich unterscheiden zwischen Identität und Identifikation. Identifikation heißt, etwas ist im Außen und ich mache mich mit dem gleich. Also ich identifiziere mich zum Beispiel mit meiner Herkunft, in meinem Land, mit den Problemen anderer zum Beispiel. Ja? Und das ist aber immer im Außen. Ja? Oder jemand sagt, ich bin Zwilling, ja, und meint damit die Sternzeichen, das ist ja auch was ganz im Außenliegendes. Ja? Oder auch meine Religion, auch damit kann man
kann man sich identifizieren. Aber das ist nicht Identität. Was man schon allein daran merkt, weil es gibt ja so viel im Außen, ja, was ich dann bin, das kann ich ja nicht mehr sein. Und das sind ja so viele Dinge, die sich auch widersprechen im Außen, was ich denke, das bin ich alles. Also das kann es nicht sein. Deswegen habe ich darüber nachgedacht und auch darüber nachgeforscht, was ist jetzt wirklich Identität, ja. Und bin eben draufgekommen, dass Identität die Summe aller meiner Lebenserfahrungen ist. Ja? Alles, was ich so erlebe, was für mich wichtig ist, für mich und wie ich dann entsprechend als Subjekt, wir Menschen sind ja Subjekte, wir sind ja keine Objekte, sondern Subjekte. Das heißt, ein Subjekt kann immer etwas, was von außen kommt an Informationen und Einflüssen, kann es immer verarbeiten, entsprechend seiner eigenen Bedürfnisse. Das heißt also, alles, was ich erlebe von Anfang meines Lebens, ist meine Identität oder eben meine Biografie. Und da kommt es natürlich dann immer wieder auf die Frage, wann ist denn der Anfang des Lebens? Wann beginnt mein Leben? Und da bin ich zu dieser Entscheidung auch ein Stück gekommen, ja, oder auch erstmal zur Erkenntnis kam, ein Mensch, ein neuer Mensch entsteht, wenn die Eizelle von der Mutter und die Samenzelle vom Vater sich vereinigen, dann ist der Moment da, wo ein neuer Mensch entsteht. Ja. Vorher ist es Mama, Papa, das war, und wenn das zusammenkommt, dann ist, oder Mann und Frau, und wenn es zusammenkommt, ist das von der Mutter und vom Vater, aber ist ein neuer Mensch. Ja. Das heißt, also, unser Leben beginnt im Grunde mit dem Zeitpunkt, wo dieser Verschmelzung. Und das heißt, wir machen natürlich schon wahnsinnig viele Erfahrungen, Lebenserfahrungen, wesentliche Lebenserfahrungen im Bauch unserer Mutter. Ja? Also wir durchleben wahnsinnig wichtige Lebensprozesse schon vorgeburtlich. Und dann ist natürlich der Geburtsprozess eine wichtige Lebenserfahrung. Dann ist es eine wichtige Lebenserfahrung, wie ich dem nach der Geburt auch empfangen werde von meiner Mama. Was da passiert, dann ist ganz wichtig, was ich in den ersten zwei, drei Lebensjahren erlebe, so dass ich dann auch eine, sagen wir so, eine gewisse Stabilität bekomme, um aus dieser massiven und fundamentalen Abhängigkeit von meiner Mutter herauszukommen. Also am Anfang, jeder Mensch entsteht in Abhängigkeit, ja? Obwohl wir etwas eigenständig sind, trotzdem ist unser Lebensmilieu ist die Mama und ist eben quasi, wir sind davon abhängig, ob sie uns was gibt, ob sie uns haben will, ob sie uns überhaupt Raum gibt in ihrem Bauch und so weiter, auch später bei der Geburt, ja, ob sie uns unterstützt, dass wir nach außen kommen und so. Also es sind alles unheimlich intensive Lebenserfahrungen und ich habe herausgefunden, dass diese Lebenserfahrungen von der Zeugung an bis, sagen wir, zwei, drei Jahre das Fundament einer Persönlichkeit prägt. Ja. Also das ist die Persönlichkeit eines Menschen, wo er immer wieder dann so auch wieder im Leben dann auftritt, aber es ist unbewusst. Ja, das Wesentliche an dieser Frühzeit ist, dass es uns nicht geistig, kognitiv bewusst ist, aber es ist gespeichert. Es ist gespeichert in jeder Zelle, es ist gespeichert in unseren Organen, es ist gespeichert dann schon natürlich auch in diesen neuronalen Netzwerken, die sich dann als Nervenzellen entwickeln. Aber das muss man auch wissen. Psyche ist nicht abhängig vom Gehirn. Das Gehirn ist zwar ein Spezialcomputer für komplexe Verarbeitung, Informationsverarbeitungsprozesse, aber Informationen verarbeiten kann jede einzelne Zelle. Also jede Zelle ist in der Lage, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und abzugeben. Das heißt also, das ist für mich die Definition von Psyche. Eine Psyche ist das, was Informationen aufnehmen kann durch Sensorik, was Informationen verarbeiten kann durch das innere Milieu dieses Organismus und was wieder nach außen Informationen absendet, bewusst und unbewusst. Also das ist auch ganz wichtig, dass man immer sieht, dass ganz viele Anteile unserer Psyche, ja, unbewusst sind. Ja. Und das, was uns bewusst ist, muss man vielleicht vergleichen machen, ist ungefähr wie der Arbeitsspeicher am Computer. Maximal. Das, was man da in dem Arbeitsspeicher hat, ist uns bewusst, aber alles, was im Hintergrund abläuft, an Verarbeitungsprozessen, an Updates und was, das ist uns überhaupt nicht bewusst. Ne? Also deswegen auch hier immer noch so eine vielleicht auch eine Mahnung zur Vorsicht bei jedem von uns. Glaub nicht, dass du Bescheid weißt, wer du bist. So einfach. Ja. Weil es gibt so viel, ja, was dich prägt, was dich ausmacht, was unbewusst ist. Und das ist ja dann eben meine Methode, mit der ich einem Menschen helfen kann, wenn er es will, wenn er Interesse daran hat, bis zurück an den Anfang seines Lebens zu kommen. Also ich kam bis in den vorgeburtlichen Bereich hinein, ich komme bis in den Glaube Bereich, jetzt auf den Schluck. komme ich in den Bereich hinein, wo zum Beispiel die Einnistung, ja, ich habe schon mit Menschen gearbeitet, wo die Einnistung unheimlich schwierig war, Wahnsinn, ganz schwierig war. ja. Und das hat sie natürlich auch wahnsinnig Toll. geprägt in ihrer ganzen Grundstruktur. Also das ist das Angebot, deswegen vielleicht noch das zum Abschluss. Das Angebot,
ja, mit meiner Methode, wenn ein Mensch sich erkennen will, deswegen sage ich ja Selbstbegegnung, ja, wenn ich mir selbst klar werden will, bin ich, kann man das mit meiner Methode rauskriegen. Und jetzt nochmal der letzte Punkt, Traumabiografie. Also ich habe festgestellt, dass viele von uns, die meisten, ich auch, ja, die meisten von uns aufgrund vorgeburtlicher Situationen, ne, zum Beispiel, dass die Mama halt nicht schwanger werden wollte, so ein Unfall oder sonst passiert, das war bei einer Mutter so, die nicht zu dem Zeitpunkt nicht schwanger werden, die wollten nach dem Krieg, wollten die erstmal, wollten sich aber halt verliebt und wollten erstmal mit ihrem Mann zusammen sein, die wollten erst ein bisschen Geld verdienen, wollten ein Haus bauen und dann Kinder, ja. Aber jetzt rutsche ich halt dazwischen, ja. Und von daher war natürlich mein Anfang auch so einer, wo ich dann mit zu kämpfen hatte, ja, dass ich nicht gewollt bin. Und das macht sich natürlich dann auch bemerkbar. Und das heißt, dein ganzes Leben beginnt schon damit, dass du ja quasi in der traumatisierenden Situation bist. Das heißt, im Außen kommt ein Nein, obwohl du ein Ja hast. Du willst erleben, ja. Jeder will erleben. Von außen kommt jetzt so ein dickes Nein, ein fettes Nein. Und dann, ja, dann fängt schon an, dass man sich von sich selbst abspaltet und statt Identität lebt, Identifikation. Das heißt, ich identifiziere mich mit den Bedürfnissen meiner Mama. Ich passe mich so an meine Mama an, damit ich der nicht zur Last falle, damit ich möglichst wenig eine Belastung für sie bin. Und sie vergisst darauf, was ich brauche, sondern bin mehr damit beschäftigt, was braucht jetzt meine Mama. Also was hat die notwendig, damit sie mich quasi akzeptiert. Das heißt im Grunde, ich setze mal sowas, manche Leute, auch andere Leute, wenn ich arbeite und sage, wie wenn ich mir eine Tarnkappe aufsetze, der ich selber bin, damit meine Mama quasi denkt, ich bin sie. Und mich dann akzeptiert und dann quasi diese Ablehnung, ich will ja gar kein Kind, oder gar, dass diese Ablehnung dann quasi nicht mittrifft, weil sich selber wird sie ja nicht ablehnen, denkt man dann. Ne? Und wenn ich also quasi mein Leben dann, meine Lebensenergie, meine Lebenskraft meiner Mama widme, dann akzeptiert sie mich und dann kann ich mich quasi in ihr entwickeln. Also das ist eine Biografie, so wie ich sie selber gestartet habe, mal im Anfang meines Lebens, wo ganz, ganz viele Menschen, denen ich arbeite, das Thema auch haben. Ja, das ist schlüssig, weil grundsätzlich klingt es so, als ob dann doch die meisten Menschen, was ja eigentlich nachvollziehbar ist und logisch ist, nicht sehr weit von sich entfernt sind, durch diese unterbewussten Vorgänge, die schon sehr lange her sind. Also wenn das zurückgeht, quasi in den Mutterleib und vielleicht ja noch die Vorleben, da kommt ja auch noch was dazu, aber jetzt gehen wir nur in diesen Mutterleib und das scheint ja wirklich ein entscheidender Prozess für die jeweilige Inkarnation jetzt für dieses Leben zu sein, was da passiert und vor sich geht. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass jeder oder kaum einer kann sich da natürlich erinnern und dann schlummern da unterbewusste Prozesse, die schon traumatisierend wirkten in den meisten Fällen, weil es sind ja auch nicht alle Geburten einfach und komplex und schon da kriegt ja jeder irgendwo ein Traumata ab. Und dann wäre ja das schon wieder schlüssig, dass man sagt, derjenige, der dann später ein Identifikationsproblem hat, weil er sich im Außen identifiziert, ja, und nicht mit sich selbst, das würde ja schon die Antwort sein darauf, dass der Mensch da schon eine Abspaltung erlebt hat mit sich, ja. Also es beginnt schon so früh und das ist erschreckend im ersten Moment, weil wir haben jetzt, Sie haben jetzt gesagt, die Identität entwickelt sich aufgrund der Lebenserfahrungen und alles, was man also im Laufe des Lebens erfährt. Und daraus lernt man, logischerweise, daran wächst man. Und dann weiß man, das bin ich, man bildet sich zumindest ein. Und dann haben wir eben diesen Anteil, der ist unbewusst. Und da spielt sich das Hauptgeschehen ab. Und da kann es sich dann so anfühlen, als ob man eigentlich gar nicht bei sich ist, obwohl man sich immer einbildet, man ist bei sich. Ne? Und da sehe ich immer so einen ganz wichtigen Aspekt, der dann vielleicht bei vielen fehlt. Und das ist vielleicht auch der spirituelle, und der ist bei mir immer so ein Herzensaspekt, zu sagen, nur wenn ich bei mir bin, dann kann ich nur an einem Ort wirklich sein, und das ist das Herz. Und wenn ich im Herzen, dann bin ich eigentlich schon sehr in einer Spiritualität oder auch bei mir, weil intensiver oder auch sensitiver oder sensibler geht es ja nicht als dort. Und weil woher kommt Empathie und woher kommt Okay, die Antipathie? Okay, ich sehe schon. Okay, ich also kriege hier ein Veto. so ganz
Also ganz einig, glaube ich, sind wir jetzt an der Stelle uns noch nicht. Da müssen wir auch nicht sein, das ist ja völlig okay. Aber ich kann gerne sagen, wie ich das zum Beispiel Bitte, darum mit geht's. diesem früheren Leben auch sehe. Aha. Natürlich, es kommen auch zu mir viele Leute und so, die haben die Idee vom früheren Leben, haben auch irgendwelche Arbeiten gemacht, wo sie denken, das haben sie dann auch selber erfahren in irgendwelchen Rückblenden. Aber meines Erachtens ist es genauso wieder eine Suche im Außen. Ja? Ich suche es nicht, Da das haben Sie Problem, recht. das, was hier und jetzt, ja, Richtig, in bin ich meiner bei Entwicklung, Ihnen. sondern ich suche es schon wieder irgendwo anders. Ja? Richtig. Sogar noch in so einer Idee, in sich natürlich völlig widersprüchlich ist, mit früherem Leben. Ja? Also, wer hat jetzt früher gelebt und bin ich es ich oder ist es jemand anders und so? Also, hat man ja eigentlich ist ein unmöglich, aus meiner Sicht logisch gesehen, ein völlig unmöglicher Gedanke. Aber er ist natürlich einleuchtend, wenn ich auf der Suche nach etwas bin, was nichts damit zu tun hat, was ich erlebt habe, sondern was jemand Okay. anders erlebt hat. Ja? Also ich Wo ich halte dann das sage, gut, aber. ich bin dann nur sozusagen derjenige, der es wiederholt. Ja? Ja. Also von daher ist es für mich, ich nenne das dann so, eine Trauma-Überlebensstrategie. Ja? Und mit der Spiritualität, auch das möchte ich sagen. Ja? Für mich gibt es, wenn man die ganze Menschheitsgeschichte durchschaut, erst einmal waren die Menschen sehr spirituell, Spiritus ist ja der Geist, ja? Ja. Sehr in dem Sinne, dass alles Geist war. Selbst im Busch ist der Geist, selbst in einem Stein ist der Geist, selbst im Berg, in dem See ist alles voller Geist. Ja? Ich war neulich mal in Bali, habe mir mal so eine Ausstellung angeschaut, was die da gemalt haben. Die Welt ist voller Geister. Ja? Entsprechend machen die auch ihre Häuser und die eine Ecke für den Geist, den Berggeist, für den Wassergeist und so weiter. Also die Menschheitsgeschichte im Sinne der Bewusstwerdung der Menschheit ist erstmal eine spirituelle gewesen. Ja? Dann denken sie, der Gott hat die Welt geschaffen, was auch immer. Ja? So, das ist die eine. Und dann gab es immer schon auch in der Antike, es gab es dann bis in die Renaissance hinein, gab es dann die anderen, die sagen, ja, ob das mit den Geistern alles so stimmt, weil ein Stein ist vielleicht bloß ein Stein, ja, und ob das jetzt wirklich so der Fall ist, dass jetzt der Körper und Geist was Getrenntes ist, glauben wir vielleicht auch nicht. Also Aristoteles wäre so Vertreter. Und dann hat sich sozusagen mit der modernen Wissenschaft so die Naturwissenschaft so ein Stück weit gegen die Spiritualität gestellt und hat gesagt, okay, wir machen jetzt einen Deal. Auch an die Kirche gewandt, auch in Europa, und gesagt, wir lassen euch Geister und Hexen, was ihr immer braucht, wir lasst uns bitte die Materie, lasst uns bitte untersuchen, erforschen, was materiell ist. Und dadurch haben wir erstmal so ein, sagen wir, auch eine Spaltung bekommen innerhalb der Wissenschaft zwischen der Philosophie, der Geisteswissenschaft, wo man gesagt hat, ah ja, die beschäftigen sich dann mit der Psyche und der Seele, was auch immer. Und die anderen, oder dem Sinn des Lebens, und die anderen gesagt, nee, wir sind Naturwissenschaftler, wir beschäftigen uns jetzt nur mit der Materie, mit der Physik. Und dann aber, haben sie ja gesagt, und auch der Körper ist nichts als Physik und Chemie und Biologie, ja. Und es hat nichts mit Geist zu tun, ja. Dadurch haben wir jetzt quasi eine, so was wie eine körperlose Spiritualität oder Religiosität und eine geistlose Naturwissenschaft. Also, die quasi meint, Genau. sie meint, sie könnte also auch Lebendiges untersuchen, ohne Bezug zu nehmen auf den Geist oder, Ja. wie ich dann sage, auf die Psyche. Das sehen wir jetzt heute auch in Form der Medizin, dass die Medizin mit Menschen arbeitet, die ganz offensichtlich eben Geist und Psyche und Gefühle und Seele haben, aber trotzdem so tut, als hätten sie es nicht. Beziehungsweise auch dann sogar so in die Gegenoffensive geht und sagt, ja, Wille, was soll denn das mit dem Willen sein? Wenn man das Gehirn anschaut, findet man nirgends einen Willen. Oder Das ist ungeheuerlich, wenn man gell? das Gehirn untersucht, findet man nirgends ein Ich. Ja? Ne, Also sogar Wahnsinn. wo sogar die Naturwissenschaft so in den Angriff übergeht und sagt, nee, also was ihr glaubt, ja, dass es da eine Psyche, eine Seele gibt, das ist alles eure Einbildung. Ja? Es ist alles nur Materie und Materie ist dann determiniert. Ja? Also die Naturwissenschaft ist ein deterministisches Modell, auch wenn sie manchmal dann Wahrscheinlichkeitsnamen kommen, wie jetzt ja auch hier, Ja. Wahrscheinlichkeit und so von Anstellung, aber ist eigentlich deterministisch und versucht, den Willen und das Ich und das Geist, das Psychische quasi außen vor zu halten. Ja? Und das ist furchtbar. Zu untergraben. Das ist Ja, zu ja auch das, untergraben, was jetzt genau, geschieht. zu Denn untergraben. kaum, es wird ja flächendeckend von jedem Menschen jetzt das Gleiche erwartet und da hat ja keiner aufzumucken. Das heißt, keiner hat mit irgendetwas ein Problem zu haben, unter etwas zu leiden, sich unter etwas eingeengt oder eingesperrt zu fühlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wobei es ist ja so, ich glaube ja, es ist ja
das von unseren Obrigkeiten, Politikern, Regierungen, die wissen ja ganz andere Wahrheiten. Das heißt, die lachen sich da natürlich ins Fäustchen. Der Witz ist ja, dass da von unten das einfach so angenommen wird. Das ist ja das Erschreckende Ja, jetzt, ne? ich weiß nicht, ob das wirklich so alles so Ja, vielleicht nicht bei Olli, aber schwarz-weiß ist, sondern nein, ich glaube, das ist, also ich sehe das, unsere ganze Gesellschaft, vielleicht auch die Weltgesellschaft, so, ja, ist ja vielleicht überheblich, weil es gibt ja so viele verschiedene Kulturen und Gesellschaften, die ich nicht kenne, aber sagen wir die ich kenne, also vor allem die westliche oder auch das Osteuropa und so weiter, was ich so kenne, ja, dass es hier in der, auch bei den Menschen so eine Spaltung gibt, ja. Es gibt religiöse Menschen, aber die glauben gleichzeitig an die Naturwissenschaft. Sie glauben gleichzeitig, was ihr Arzt sagt, ihr Psychiater sagt, was ihnen jetzt irgendein Virologe sagt, das glauben sie auch. Das heißt also, die sind sich des Widerspruchs gar nicht bewusst. Ja? Genauso gibt es harte, knallharte Naturwissenschaftler, die auf der gleichen anderen Seite sagen, aber privat glaube ich an Gott, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ja? Was ja nicht zusammenpasst mit ihrem wissenschaftlichen Grundverständnis. Das heißt, im Moment sehe ich da sowas wie eine große Verwirrung und die Menschen wissen nicht, an was sie sich halten sollen. Die wissen nicht, soll ich mich jetzt an den lieben Gott halten oder Leute, die jetzt so spirituell sind und so, ist es ja, ist das jetzt lebenspraktisch? Auf der anderen Seite, ja, das Materielle, aha, das Auto fährt, die wissen, wie man ein Auto bastelt, die wissen, wie man einen Computer macht, da werden die dann schon irgendwo recht haben, wenn die Wissenschaftler argumentieren. Und trotzdem fehlt den Menschen natürlich auf der anderen Seite dann auch wieder was, ja? Jetzt, weil sie dann sagen, ja gut, jetzt haben wir das neueste Handy, aber macht mich jetzt zufrieden, wenn ich den ganzen Tag im Handy rumhänge. Also es stellt sich dann schon wieder eben die geistige Frage, die Frage nach dem Sinn des Lebens und letztendlich auch nach dem, wer ich bin. Also, kurzum, ich hab folgende Position. Ja. Ich denke, dass ich weder diesen Spiritualismus brauche, in seiner extremen Form, der dann sagt, der Geist schafft die Materie, noch brauche ich den Materialismus in seiner extremen Form, wo es dann heißt, die Materie schafft den Geist oder bringt den Geist hervor, sondern ich habe diese aus meiner Sicht eine Synthese in meinem Ansatz, wo ich sage, wir sind beides, wir sind sowohl geistiges wie materielles Wesen. Unbedingt, ja. Wir sind menschliche wir sind lebendige Organismen, die aus Materie, Energie und Information bestehen. Ja? Also wir haben eine materielle Seite, wir haben eine energetische Seite und wir haben eine informationelle Seite. Ja? Und dieses Informationelle, dem rechne ich eher dann mit der Psyche dann zu, eine Informationsverarbeitung, Aufnahme, Verarbeitung und Abgabe. Ja. Und das heißt dann letztendlich für mich, es gibt keine Trennung zwischen Körper und Geist. Körper und Geist sind eines. Sind voll bei quasi, Ihnen. Sind die nur, ganz wichtig, wie man drauf schaut. Ja. Aber diese Descartesche Trennung, cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich, ja, das ist ein Grundfehler. Ja. Es macht bereits diese Trennung zwischen dem körperlichen und dem Geistigen aus. Deswegen sage ich auch immer, nicht wenn, ich habe einen Körper, sondern ich bin Körper. Oder ich bin Psyche. Ja. Ja? Also ja, ich bin, richtig. Also dieses, was auch schon zu den apollinischen Weisheiten gehört, was auf dem Apollo-Tempel stand, dieses Du bist. Ja? Dieses radikale, fundamentale Du bist. Ja, du existierst. Ja. Ja? Und solange du existierst, ja, bist du. Du und nicht jemand anders. Ja. Kein Tier, kein Stein, nicht deine Mutter, nicht dein Vater, nicht der Präsident oder sonst ja, was. Ganz genau. Du bist. Ja. Und damit ist es auch eine fundamentale quasi Freiheit. Ja. In dem Sinne, es gibt weder unter noch über mir etwas. Und ich bin auch nicht, darf ich den letzten Satz noch sagen, ich bin auch nicht unvollkommen. Ja, was man ja zum Beispiel immer so meint, man müsste Kinder fürs Leben erziehen. Man müsste Kinder den Kindern quasi beibringen, wie dann das Leben später mal dran ist. Das ist ganz falsch. Das Kind ist in dem Moment, wie es ist, ob es ein Monat alt ist oder 5 Jahre alt ist, es ist. Ja, und es ist als Wesen perfekt und vollkommen. Vollständig, und ja. Jeder 90-jährige Mensch ist in dem, wie er da ist, auch perfekt und vollkommen. Ja? Und jetzt immer diesen Reparaturgedanken zu haben, ja, oder diesen Erziehungsgedanken zu haben, oder diesen Veränderungsgedanken zu haben, das ist ja auch etwas, was wir jetzt im Moment serviert bekommen mit diesem Transhumanismusgedanken. Ja? Also wo man dann die Vorstellung hat, dieser Mensch, wie er ist, ist unvollkommen. Ja, der ist nicht so, wie man ihn quasi sich vorstellt. Also muss man ihn noch mit Chips auslüsten oder irgendwas machen, um ihn vollkommen zu machen. Das ist falsch, weil wir sind, wie wir sind, wir sind so. Ja, und da gibt es auch nicht
vollkommener Unfug. Das sind Kategorien, die passen einfach nicht. Ja? Und wenn jeder Mensch, und das ist meine tiefste Überzeugung, in diesem Wissen oder in diesem Bewusstsein, ich bin, lebt, dann ist es ein hochkompetierender Mensch, in dem wir gerade ist, und er ist ein hochsozialer Mensch, ja? Ein höchst soziales Wesen, das dann auch Interesse hat an anderen Menschen und auch an deren so sein, wie sie sind. Und daraus entsteht aus meiner Sicht die Grundlage für Kooperativität. Dann sind wir eben, weil wir wissen, okay, keiner steht über dich und keiner steht auch über den anderen. Du musst jetzt schauen, wie du mit dem anderen in Kontakt kommst, in einer Art und Weise, dass er deine Bedürfnisse beachtet. Und dann lernst du natürlich sofort auch, damit er deine Bedürfnisse beachten will, musst du natürlich erst seine Bedürfnisse beachten. Ja? Darfst nicht über ihn drüber gehen. Darfst ihn nicht jetzt irgendwie als Objekt behandeln. Wenn du verstehst, dass du Subjekt bist, dann verstehst du auch, dass der andere Subjekt ist. Und Subjekt sein bedeutet, du triffst deine eigenen Entscheidungen. Und du hast auch, sagen wir, das Recht dazu, das zu machen, weil es geht ja gar nicht anders. Ja? Also nicht, einer der Grundfehler, in denen wir immer noch drinstecken, ja, auch jetzt menschheitsgeschichtlich und auch ideengeschichtlich, ist, dass wir uns wechselseitig immer wieder zu Objekt machen. Oder wir Objekte sehen, die man dann manipulieren kann, die man gesund machen muss oder was auch immer, ja, wo man immer erziehen muss und so, ja. Und das ist eine Philosophie, auch ein Menschenbild, das aus meiner Sicht stimmt, ist falsch. Und deswegen ist auch, was immer wir tun, immer die Frage, was hast du denn für ein Menschenbild? Von welchem Menschenbild gehst du aus? Und das heißt, wie behandelst du dich selber, wie gehst du mit selber um und wie gehst du mit anderen Menschen darauf um? Ja? Das bezieht sich ja gegenseitig. Ja? Ich sage immer, Selbstwissen, also wenn ich weiß, wer ich bin, ist gleichzeitig Weltwissen. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich, wie die Welt ist, das heißt, wie andere Menschen sind und so. Aber wenn ich mich selbst nicht kenne, wenn ich blind in Bezug auf mich selber bin, bin ich blind in Bezug auf die Welt. Und da wären wir ja schon bei diesem Programm, das wir ja befürchten. Ich habe ja auch gehört, dass Sie auch diese Meinung oder These vertreten, dass Sie sagen, man will ja, also das sage ich jetzt so, ich nehme das Wort jetzt auch, die Enthumanisierung, ja, Robotisierung, wie auch immer, oder dass Menschen noch mehr sich selbst entrücken und das schon jetzt bei den Kindern, also aufgrund dieser... Stopp. Diese Menschen, die solche Ideen haben, die haben keine Ahnung von Menschsein. Weil sie ja selbst entrückt sind. Weil sie selbst eine Ahnung von sich selbst haben. Ja, ja. Also überhaupt kein fundiertes Wissen, auch kein Gefühl dafür sich selbst haben. Genau. Immer im Außen sind, ja, immer im Außen rummachen und so. Dann können sie natürlich auch gar nicht verstehen, wie andere Menschen sind. Ja. Deswegen machen sie sich Vorstellungen von anderen Menschen, haben Ideen von anderen Menschen. Ja. Kennen wir ja vielleicht aus dem Beziehungsstreit. Man streitet sich. Immer machst du so und ich habe dich und du denkst jetzt so. Ja. Man interpretiert den anderen und der andere sagt oft dann, hey, was erzählst du? Du deutest mich und ich habe überhaupt nicht das im Sinne, was du jetzt mir gerade unterstellst. Also, ja, also, das haben wir so oft. Gell? Das ist diese so Konflikte, oft, ja. Das ist diese Konflikte. Also falsche Interpretationen und die Menschen, Wahrnehmungen vor allem. Die Menschen, ja, die sich jetzt so Gedanken machen über, wie es die Zukunft ist und was, wie es mit der Menschheit weitergeht, die haben meiner Meinung nach, ja, und das kann ich sicher belegen, wenn man sich die Quellen ein bisschen anschaut oder auch wenn ich mit solchen Menschen rede, dann ist es klar, die haben keine Ahnung, keine wirkliche Ahnung, was Menschsein bedeutet, weil sie keine Ahnung von der Entwicklung des Menschen haben. Also wenn du Menschen verstehen willst, wie sie sind, dann musst du ihre Entwicklung verstehen. Ja. Wenn du verstehen willst, wie sich ein Fisch ist, dann musst du wissen, wie der Fisch sich entwickelt. Wenn du wissen willst, wie ein Baum ist, dann musst du wissen, wie dieser Baum gewachsen ist. Mhm. Und genauso ist es bei Menschen. Alles, was lebt, hat einen Anfang und ein Ende. Und du musst, damit du den Menschen verstehst, und jetzt vor dir sagst, musst du verstehen, wie hat der sich entwickelt. Ja? Und das heißt, auf der anderen Seite gibt es natürlich allgemeine Entwicklungsbedingungen für jeden von uns, was ich vorher schon angedeutet habe. Jeder von uns entsteht im Bauch der Mama. Wobei wir natürlich, also wir Besonderheiten haben, künstliche Befruchtung, müssen wir extra darüber reden. Ja? Also, aber so die Allgemeinheit entsteht erstmal durch Zeugung, durch das Geschlechtsverkehr und dann haben wir jetzt die ersten 9 Monate. Da musst du mir jeden fragen, weißt du was über deine ersten 9 Monate? Hast du überhaupt eine Ahnung? Wenn du wissen willst, wer du bist, musst du, dann bitte, guck mal. Ja, genauso, wenn du wissen willst, wer du bist, dann musst du wissen, wer deine Geburt verlaufen ist. Deine Geburt ist wahnsinnig wichtig für dich. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel Kaiserschnittgeburt. Es ist ein Unterschied,
ob ein Kind in Kooperation mit der Mama, ja, ich sage mal, das Kind drückt den Wehenknopf, Mama, jetzt ist es soweit, jetzt will ich raus. Ja? Die Mutter antwortet darauf, sagen wir mal den günstigen Fall. Ja? Und dann ist es wie so Reißverschlussprinzip, Kind reagiert, Mutter reagiert, und dann über den Weg kommt das Kind immer raus. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel das Kind, sagen wir mal, über Kaiserschnitt rausgeholt wird, dann ist es für das Kind ein Misserfolgserlebnis. Auch für die Mutter ist es ein Misserfolgserlebnis. Weil normalerweise ist dieser Geburtsprozess ein Kooperationsprozess zwischen Mama und Kind, ja, und eigentlich soll es nur zwischen den beiden erstmal sein. Und dann haben die ein Erfolgserlebnis hinterher. Dann freut sich die Mutter und das Kind freut sich darüber. Das haben wir geschafft. Es ist gar nicht so einfach, ja, da rauszukommen. Wenn jetzt das der Mutter abgenommen wird, mit Kaiserschnitt, dem Kind abgenommen wird, dann wird den beiden ein gemeinsames Erfolgserlebnis genommen, ne? Das ist ja wahrscheinlich bei der PDA dann auch so, ne? Klar, Bei der ja, die Mutter kriegt Ja, weil quasi. da ist ja Lähmung da und da ist keine eigene Kraft dahinter in Genau. beiden Fällen, weil Genau. sich keiner bemühen muss. Das ist Genau. auch schon unterbrochen, Und ne? genau, das heißt also, so ein Kind, das zum Beispiel da rausgezogen wird, das kann sich später möglicherweise dann so entwickeln, dass es immer darauf wartet, in brenzligen Situationen holt mich jemand raus. Also nicht ich schaffe das, nicht ich gehe in Dialog, nicht ich gehe in Kommunikation, nicht ich bin derjenige, der dann letztendlich das auch da kann, sondern ich bin jemand, der irgendwann aufgibt Also es ist und ja eine dann muss, Opferrolle, die da auch mit ja, einhergeht, ne? ich muss dann gerettet werden. Mich muss man dann Das irgendwie Gute ist retten. ja scheinbar, es scheint ja heilbar zu sein. Dafür habe ich meine Tätigkeit, ja. Also Das das ist ist ja, toll. das ist ja die Also Lösung. ihr seht schon, der Professor Rupert, der ist wirklich ein unglaublicher Mensch, ja. Also wie gesagt, man hängt ihm an den Lippen und es ist so, als ob es was ganz Neues ist. Ne? Also so kann er das transportieren und das ist so heilsam, allein schon durch seine Art, weil er das ja auch wirklich aus vollem Herzen für die Menschen auch lebt und Ja, ich das habe es ist alles selber durchgemacht. Also ich bin ja auch, ja. ich war ja auch total blind für mich selber. Ja. Ich hatte sogar so Vorstellungen, ich werde nicht älter wie 40 Jahre alt, weil irgendwie ist alles mühsam und so anstrengend. Ne. Und ja, dadurch, dass ich mich beschäftigt habe mit dem Anfang meines Lebens, dem, wie war es im Bauch, wie war es meine Geburtsprozess, wie war es hinterher, weiß ich jetzt, ja, was ich alles durchgemacht habe, was mich da geprägt hat. Also ich habe das alles selber durchgemacht. Und sehe das an ja, Tausenden von Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe, ja, die ihre Geburtsprozesse schon angeschaut haben, die ihre, wie sie im Bauch der Mama war und so. Deswegen bin ich da so überzeugt davon, ja. Sehr schön, Also wunderbar. das habe ich so viel Empirie. Ja, und jetzt Ja. kommen da was weiß ich wie viele, ne, Milliarden dazu an traumatisierten Menschen und Kinder aufgrund dieser Geschichte, die wir jetzt haben. Sagen wir mal so, es wird on top, ich sage immer, Corona wird einer traumatisierten Weltbevölkerung noch die Dornenkrone aufgenagelt, Ah, so genau. gewisser Weise, ne? Als hätten wir nicht schon Puh. genug Trauma in dem, wie wir Menschen miteinander umgehen und wie wir auch aus einem falschen Verständnis über uns selbst, über andere Menschen, über die Welt, dann auch immer wieder ein Trauma nach dem anderen produzieren. Und jetzt wird dann quasi nur weltweit, ja, mit dieser Corona-Pandemie, quasi nochmal eine Traumatisierung obendrauf gesetzt, die so überflüssig wie ein Kropf ist eigentlich, ja, im Ja, Sinne eines eben. Guten Lebens und ja, und deswegen habe ich mich an der Stelle immer wieder zu Wort gemeldet oder melde mich zu Wort. Ich sage halt auf, wir haben schon genug Traumatisierung, wir haben schon genug, was wir jetzt sozusagen aufzuarbeiten, ja, jetzt auch als Weltgemeinschaft. Okay, aber jetzt auch nochmal, wir haben ja, ich gehe dann jetzt einen Schritt weiter. Schauen wir mal, also ich bin ja, ne, begeistert, weil normalerweise rede ich früh, aber ne, ich interviewe natürlich meine Leute, aber sie sind schon richtig gut mit Reden. Ja, wie gesagt, es gibt viel zu reden und was mich natürlich wahnsinnig interessiert, ist jetzt, wie ist die Meinung von Professor Rupert zur Sache, wir haben es ja hier irgendwo mit einem Täter zu tun. Ich weiß, man muss das alles vorsichtig umschreiben, wenn man neben einem Professor Rupert sitzt. Das habe ich schon bemerkt, ja. Also da wird auch das Wort Psychopathie, ich spreche es jetzt kurz aus, nicht gerne verwendet oder genommen. Da kann ich kurz was vorlesen, weil für ihn eine Traumatheorie eine Ursache- und Wirkungstheorie und keine moralische Theorie ist. Weil man geht ja immer her und ist ja emotional und sagt, mein Gott, das sind ja alles Psychopathen da oben, was ja irgendwo theoretisch stimmen würde. Aber wir haben ja hier auch Täter, die Opfer waren oder auch von sich entrückt sind oder eben diese Spaltung erlebt haben und daher ja jetzt natürlich im Außen
ihren Erfolg suchen, ihre Macht suchen. Das sind dann die vielen Menschen, die alle Hupfer und Springer und machen, was der Herr Söder will, die Frau Merkel will und so weiter. Ich übergebe gleich. Also okay. Die Frage, warum wird ein Mensch zum Täter an anderen Menschen? Ne? Okay. Ja, das sage ich mal so, Täterschaft kann natürlich in unterschiedlichen Formen sein. Wenn ich jetzt jemanden sozusagen Geldbeutel klaue, dann muss ich nicht unbedingt den traumatisieren. Ne? Kann sein, dass es schlimm für den ist, aber vielleicht ein Riesenstress. Aber ne, also jetzt, deswegen geht es jetzt auch darum, um Traumatäter geht es da auch sehr stark. Also Menschen, die andere Menschen traumatisieren und wo dann die Frage sich stellt, warum mache ich das? Ja? Erstens natürlich wird natürlich kein Traumatäter wird jemals sagen, ich traumatisiere andere Menschen, ne? Sondern ich mache nur was Positives, was Wichtiges. Also die Mutter, die das Kind, sag mal, jetzt in die Kinderkrippe geht, ja, die denkt sie und ganz früh schon, die denkt sich halt dann auch, ja, ich gebe das Kind halt hin, damit es was lernt. Ja, das wird ja quasi, Kinderkrippen werden ja auch in den Massen von Bildung, das Kind wird gebildet. Dass du, wenn du ein Kind so ganz früh in diese Krippe gibst, dass dieses Kind sich dann spalten muss, weil es nicht aushält, ohne Mama über stundenlang allein zu sein. Das funktioniert nicht. Das ist einfach so, ist die kindliche Psyche nicht gemacht, ja. Dass ihr das Kind dann zu zwingt zu einer Spaltung und damit das Kind zum Trauma Opfer macht, ist der Mutter natürlich überhaupt nicht bewusst. Okay? Genauso gut der Vater, der dem Kind eine runterhaut und sagt, ja, ich mache das deswegen, damit du ein anständiger Mensch wirst und so aus dir wirst und damit du eben lernst, was wie die Welt ist. Der denkt ja auch erstmal, macht das Gute für sein Kind. Ne? Und jetzt diese Leute, die jetzt im Moment da auch diese Pandemie mitplanen, die nennen sich ja Philanthropen. Die haben ja wirklich, die haben ja Philanthrop als Menschenfreund. Die haben wirklich so die Idee, sie verbessern jetzt irgendwie die Menschheit oder tun was Gutes für die Menschen. Ne? Und dann muss man sich natürlich fragen, ja, wer ist denn eigentlich ein Menschenfreund? Und aus meiner Sicht kann man jetzt zum Beispiel sowas gegenüberstellen, sagen, ist einer, der anderen Angst macht, ein Menschenfreund? Oder einer, der anderen die Angst nimmt, ein Genau, Menschenfreund? und Ja? Mut macht. Ja, Bruder. Oder ist jemand, der Ja, sie andere. machen ja beides. Da haben wir auch dieses Zuckerbrot- und Peitschensystem, ne? Wo man einerseits dann sagt, da musst du jetzt aufpassen, weil das ist eine ganz gefährliche Pandemie. Und dann kommt auch wieder die Belohnung, ne? Wenn man dann brav mitgemacht hat, dann gibt es wieder Gelder oder dieses oder jenes. Also da herrscht ja ganz stark dieses Zuckerbrot- und Na, da Peitschensystem. müssen wir genauer sein. Es wird im Moment den Menschen die Angst überhaupt genommen, sondern die Angst wird gestürzt auf Teufel komm raus. Ja, Das das ist doch ja. Fakt, oder? Also jetzt im Das auf jeden Moment, Fall. Leute machen anderen Menschen Angst, und zwar massiv. Ja? Für mich ist ein Menschenfreund jemand, der anderen die Angst nimmt. Zum Beispiel in Schweden. In Schweden haben die den Leuten gesagt, naja, gut, ist vielleicht gefährlich, aber die haben immer versucht, den Leuten die Angst zu nehmen. Während bei uns wird total die Angst geschürt und wenn einer meint, er sagt, ja, das ist gar nicht so gefährlich, nein, da haben wir einen Fall von einem Kind, das ist dann auch schon gestorben oder irgendein ein junger Mann, der ist jetzt an Corona gestorben, weil er nicht, und er ist ein super Spreader, der jetzt anderen, also es wird permanent Angst gemacht. Ne? Also das ist ja für mich eine ganz wichtige Dimension, zu gucken, hinzugucken, welcher, der sich jetzt Menschenfreund nennt, wem glaube ich eher, jemanden, der anderen Angst macht oder jemanden, der anderen die Angst nimmt. Andere Aspekt, ja. Ist jemand ein Menschenfreund, der andere als Objekt für seine Zwecke behandelt? Also jemand, der sagt, ja, ich will euch alle impfen und dazu müsst ihr jetzt alles. Ne? Oder ist ein Menschenfreund, der sagt, andere sind Subjekte mit ihren Bedürfnissen und die respektiere ich. Da würde ich jetzt keinen Zwang ausüben, in keiner Form. Ja, weder als Zwangsimpfung noch Da wären wir an dem als wichtigen Punkt, wo die Erpressung. meisten jetzt natürlich nicht zusätzlich, jetzt hat man, also ich meine, okay, die meisten, die ja wissen, es gibt, der Virus ist gar nicht so gefährlich, das sind ja eigentlich auch die, die sich gar nicht impfen lassen wollen oder werden und die ja auch sowieso gegen eine Zwangsimpfung sind. Jetzt gibt es natürlich die, die so viel Angst haben vor dem Virus. Das ist ja nun mal der Großteil. Und die gehen ja vielleicht sogar her und sagen, ja, dann ist wenigstens eine Ruhe, dann lassen wir uns alle impfen. Ne? So. Ja, aber man muss ja dazu sagen, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Die WHO hat es schon angekündigt, wir werden weitere Pandemien haben. Also dieses Angstmacher-Setting, das wird durch die Corona-Impfung, sofern es überhaupt eine gibt, sofern das nicht auch grandios scheitert, dieses ganze Na, hoffen Corona, wir's. es wird nicht locker gelassen. Ja? Ja, Das ja, ja. hat ja die Ja, WHO die schon wieder müssen gesagt. ja an ihren Die Plänen jetzt hat festhalten, ob die gesagt, jetzt vor funktionieren. nach der Pandemie ist vor der Pandemie, es ist schon wieder die nächste.
Ach, das drohende ist völlig absurd. Begriffe. Das Also heißt, es absurd. ist unsere Aufgabe, Ja. wirklich untereinander, miteinander den Menschen die Angst zu nehmen. Geht es eigentlich Nein, darum? nein, nein, es geht nicht darum. Mir geht es erstmal darum, wenn Leute auftreten und sie sagen, ich bin ein Philanthrop, ich bin ein Menschenfreund, ja, dass man unterscheiden kann. Wer ist ein Menschenfreund, wer ist kein Menschenfreund? Also für mich ist ein Menschenfreund, der anderen Menschen Angst, wenn sie da ist, mit ihnen sachlich aufklärt, was ist es, das untersucht, muss man Angst haben, muss man nicht Angst haben, der ist für mich ein Menschenfreund. Und einer, der Menschen Angst macht, ja, der ist für mich kein Menschenfreund, ja. In welcher Funktion er das auch macht, in welcher Funktion er auftritt, ja. Ob das jetzt einer ist vom Gesundheitsamt, der plötzlich auftritt und Kinderzwangstestet, ob das ein Polizist ist, der jemandem eine Strafe gibt, ob das ein Journalist ist, der auf die Pauke haut und Angst macht, ob das ein Politiker ist, der Angst macht. Für mich sind das keine Menschenfreunde. Die können sich zwar Philanthropen nennen, aber sie kennen schon. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Ich bin ein Menschenfreund, wenn ich andere Menschen als Subjekt sehe, mit ihren Bedürfnissen und deren Bedürfnisse respektiere. Ja? Ich bin kein Menschenfreund, wenn ich anfange, andere Menschen zum Objekt meiner Ziele und Absichten zu machen, sie entsprechend dann behandle. Ja? So wie man es jetzt ja sehen. Ja? Die Menschen werden zum Objekt gemacht, jeder wird eingesperrt, jeder wird getestet, jeder wird irgendwie zwangsgeimpft. Ja? Der Mensch ist wie eine Horde Schweine, die man dann alle, weil sie im gleichen Stall sind, tun wir halt alle impfen. Ja? So. Also, hier das zweite Kriterium, um zu unterscheiden, wer ist ein Menschenfreund und wer ist kein Menschenfreund. Der dritte Punkt, auch das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt. Für mich ist ein Menschenfreund jemand, der mit anderen Menschen in einem offenen Dialog steht. Ja? Der andere Menschen fragt, der sagt, ich bin der Meinung, was ist deine Meinung? Ja? Und da kann der andere darauf antworten, da kann man sich auseinandersetzen, da bin ich ein Menschenfreund. Kein Menschenfreund ist für mich, der im Geheimen manipuliert, der nicht offenlegt, was sind seine Ziele, was sind seine Zwecke. In welchem Auftrag handelt er? Was hat er sich mit anderen vielleicht gemeinsam ausgedacht? Ja? Welches Gramm? Sondern das so vielleicht so scheibchenweise rauskommt, muss irgendwie denen auf die Schliche kommen. Was haben sie denn alles vor? Ja? Das ist kein Menschenfreund. Ja? Und dass wir einfach Kriterien haben, auch in dem, was wir uns anhören, mit wem wir reden oder wer mit uns redet oder wer uns irgendwie in den Nachrichten begegnet, wer uns als Journalist irgendwas hinschreibt, dass man ein Kriterium hat. Was sind menschenfreundliche Menschen und was sind keine Menschenfreunde? Also sind der Unterschied zwischen einem Philanthrop und einem Misanthrop. Richtig. Und jetzt ist die Frage, warum und wie wird ein Mensch ein Philanthrop und wie wird ein Mensch ein Misanthrop? Meine Antwort ist ganz klar. Wenn du als Kind, wenn dir als Kind deine Mama und dein Papa geholfen haben, deine Ängste, die du als Kind hast, und jedes Kind hat Ängste, gut zu bewältigen. Ja, und dem Kind sagt, ja, da muss es gefährlich sein, lauf nicht über die Straße und so, könnte ich ein Auto fahren, fliegt das Kind ja ein. Wenn aber dem Kind eingeredet, oh, da gibt es den Nikolaus und den Krampus und sonst was, der steckt in den Sack und dann wirst du, wenn du nicht brav bist, so was bei uns zu Hause, ne, kann ich Drupprecht und so. Boah, ich habe Angst gehabt, ich habe sowas Angst gehabt. Blut und Wasser habe ich geschwitzt. Ja? Immer wenn das, wenn der Sechste, der war vorher Krampus, nachher der Sechste, Nikolaus. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, wenn die kommen sind. Da haben immer eine kleine Taschenmesser mir eingesteckt und den Sack aufschneiden, wenn es da raus sind. Also so Geschichten. Genau, Also. wir haben da die Situation, dass die Leute retraumatisiert werden jetzt. Irgendwo Das ist durch. mir jetzt alles zu schnell. Mir geht es jetzt zu schnell. Okay, bitte, Also langsamer. langsam. Nicht? Ich habe gesagt, wie wird einer ein Philanthrop, also ein Menschenfreund, und wie wird ein Misanthrop, ein Menschenfeind oder Menschengegner, der Menschen nicht mag? Also ein Kind, dem er seine Angst hilft zu bewältigen im Sinne, was ist eine reale Angst, mit der er dann umgehen kann. Ein Kind, dem er die Angst macht, nimmt zum Beispiel, dass es alleingelassen wird, zu lange, ja. Das Kind weiß, meine Mama kommt, wenn ich sie brauche, ist sie da. Dieses Kind wird menschenfreundlich. Ja? Und ein Kind, dessen Bedürfnisse respektiert werden, seine symbiotischen Bedürfnisse und seine Autonomiebedürfnisse, wird ein Menschenfreund. Ein Kind, mit dem geredet wird, offen geredet wird, wo die Eltern sagen, was sind meine Bedürfnisse, was wollen wir, aha, was willst du, das wird ein Menschenfreund. Das heißt also, auf der anderen Seite, die Leute, denen als Kinder Angst gemacht hat, denen man nicht geholfen hat, ihre Ängste zu überwinden, die man allein gelassen hat, die man auch mit Gewalt bedroht hat und so. Menschen, die von ihren Eltern zum Objekt gemacht worden sind, ja, zum Beispiel, ich muss stolz auf dich sein, du musst ein toller Schüler werden, du musst studieren und du musst Arzt werden und so.
damit wir auf dich stolz sein können, das wird auch kein Menschenfreund. Und ein Mensch, der nicht erlebt hat, dass man mit ihm offen redet, dass da Familiengeheimnisse gibt, dass bestimmte Dinge, Mutter und Vater, der Vater betrügt die ganze Zeit schon, nicht ewig die Mama, und es wird nicht drüber geredet, die Mama lässt zu, der wird so ein Kind, wenn sowas erlebt wird, auch ein Misanthrop. Ja? Das heißt also, das sind die Grundlagen dafür, was man in der Kindheit erlebt hat, ob man zum Menschen, also sollte sich jetzt mal jeder für sich überlegen. Ja? Das ist mein Appell jetzt an alle. Wer An mal alle Zuhörer, gell? zuhört und wer Genau. immer das weitergemacht, überleg dir mal, hast du für dich Lebensbedingungen gehabt als Kind, um zu einem Philanthrop, also einem Menschen zu werden, oder hast du solche Lebenserfahrungen gemacht, dass du ein Misanthrop bist? Jetzt ist es folgendermaßen noch, ja. Jetzt gibt es auch noch den Fall, dass manche Menschen dann für aus sich heraus dann irgendwann gesucht, weil sie einen vernünftigen Lehrer gefunden haben, weil sie irgendwie einen Freund gehabt haben, der ihnen irgendwie was anders gespiegelt hat oder was anders, ein anderes Gegenüber war, wie zum Beispiel Mutter und Vater, dass sie vielleicht aus dem heraus ein bisschen freundlicher geworden sind. Trotzdem ist diese negative Erfahrung, die sie gemacht haben als Kinder, die ist einfach nicht weg. Und die wird sich dann in Stresssituationen, wenn es wirklich mal drauf ankommt, zeigt sich die wieder. Bin ich ein Menschenfreund oder nicht? Ja? Also, ne? Und das ist für mich eben der Punkt, wo ich sage, aus Trauma opfern, also wenn du als Kind traumatisierst, wirst du später dann zum Traumatäter, ohne dass dir das auch bewusst wird. Und dass dir das bewusst ist. Ja. Und deswegen glaube ich also, dass all die Leute, die jetzt so anderen Angst machen, die so andere Menschen nur als für Manövriermasse, für politische Zwecke, für Impfzwecke, für was auch immer für Zwecke sehen, und alle Menschen, die im Geheimen so irgendwie verbünden, sich mit dem eine Allianz machen und da noch abschrecken, die Geheimdienste einschalten, damit sie ihnen auch noch helfen, irgendwie Informationen zu kriegen, die geheimen Informationen absaugen, uns alle überwachen und alle Informationen raussaugen, was sie über uns finden, ob sie irgendwelche Schwachpunkte auf uns entdecken könnten. Ja, all die, ja, haben sicherlich keine gute Kindheit, haben keine Offenheit erlebt, haben nichts erlebt als Gegenüber, der sie spiegelt und der ihnen quasi geholfen hätte, ja, mit offenem Visier dazustehen, offen zu sagen, was sind meine Bedürfnisse, was nicht. Sondern die manipulieren ihn, die mussten quasi auch als Kinder, mussten sie immer heimlich ihre Bedürfnisse irgendwie durchsetzen. Ja? Sonst kannst du ja offen sagen, Mama, ich will ein Eis. Aber dann muss ich so rummanipulieren, dass ich irgendwie die Mama vielleicht hinkriege, dass sie mir ein Eis Ach, kauft. da Ja? geht es schon los, Ja, so geht gell? es schon Mit der los. Ja? So geht es mit der Manipulation. Manipulation schon los. Ja? Ja, weil Liebe wir Bettina, haben ja, ja. ganz kurz, liebe Bettina. Es kommen hier Meldungen, dass der Herr Professor ein wenig leise ist. Könnt ihr ein bisschen näher zusammenrücken? Vielleicht geht es dann besser. Wenn ihr wüsstet, wie nah wir schon sitzen, das ist Ah, gut, okay, gell? dann ist das die Atmosphäre. Aber für die Hörer draußen, keine Warte mal, Panik. ich schalte Ganz mal. Ach, kurz, pass auf, Bettina, ich ganz ist jetzt kurz. besser? Ja, ganz kurz. Liebe Hörer, wir haben die Aufnahme aber lauter da. Also zum Nachhören ist die Aufnahme sehr gut. Es ist halt heute mal so. Danke, Bettina, bitte. Ist es jetzt ein bisschen besser? Du bist perfekt. Nur du bist Also es sehr ist gut, aber der ein. Professor ist sehr leise. Ja, das ist, also wir sind wirklich, also es ist, weiß nicht, wie viele Zentimeter dran oder dazwischen sein auf der Couch, aber gut. Sehr angenehm. So, genau, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Naja, bei dieser Frage nach Traumaopfer, Traumatäter, ne? Oder wo ich immer dieses jemand als Psychopath oder so bezeichne, ja, ist so auch was Moralisches. Ja? Kranker, hat eine kranke Psyche. Dieses Krankheitskonzept, das man auf die Psyche anwendet, ist für mich auch ein falsches Konzept. Ja? Also die Psyche als krank oder gesund zu bezeichnen, ist sehr fragwürdig. Ja? Also von daher ist es für mich immer eher, als ich die Biografie der Menschen anschaue, was habe ich erlebt? Hat jemand gute Erfahrungen gemacht, würde diese guten Erfahrungen auch weitergeben an andere? Hat er schlechte Erfahrungen gemacht, gibt es sowas wie ein unbewusstes Rachemotiv. Ja? Den anderen soll es auch nicht besser gehen. Ja? Also ich versetze andere Menschen in die Angst, in die ich selber versetzt bin. Ich mache andere Menschen so hilflos, so wie ich selber hilflos gemacht Genau, worden bin. Ja? so ein Und Muster ich kennen, ja. belüge andere Menschen so, wie ich anderen von anderen Menschen, wo ich bereits selber von anderen belogen worden bin. Genau. Das ist einfach so ganz einfaches, ganz einfaches Wenn-Dann-Muster. Und wie können wir dagegen halten? Also wir sind jetzt im Grunde alle erst einmal Opfer von oben, weil wir müssen ja quasi die Auflagen einhalten, die Maßnahmen teilweise nur mitmachen. Und die Kinder sind ja auch die Betroffenen und vor allem die wirklichen Opfer jetzt in der Sache, ne?
Wie empfehlen Sie da jetzt das Durchbrechen oder mit welcher sanften Methode denn, sofern das überhaupt möglich Also, ist? eins gelernt durch die Therapien und die vielen Prozesse, die ich begleitet habe, der Kampfmodus führt nicht zum Erfolg. Ja. Der Rebellionsmodus führt auch nicht zum Erfolg. Auch nicht der Appellmodus führt auch nicht zum Erfolg. Also im Sinne, bitte macht so ganz anders. Sondern Ja, was, bettelt wird nicht. ja, genau. Aber das, was ich rausgekommen, was zum Erfolg führt, wenn jeder Mensch sagt, was sind meine Bedürfnisse? Was will ich? Und wenn mir jetzt jemand eine Maske aufsetzt und sagt, ich soll eine Maske aufsetzen, und Ja. ich merke, das nimmt mir die Luft zum Atmen, Ja. da kriege ich ja irgendwie einen Anfall, da Das kann ich mal ist gescheit denken. im Grunde das beste Und Argument, dann komme ne? ich, dann komme ich in da komme ich in einen CO2-Überschuss und dann wird der Mensch dann schlicht davon und so und kann nicht mehr denken und kriegt Panik auch dann. Da muss ich einfach sagen, nein, das will ich nicht. Und es kann unmöglich sein, ja, dass das jetzt so notwendig ist für alle. Also wenn ich zum Beispiel sehe, in Griechenland war ich ja, wir sind im Freien, ja, wir sitzen im Restaurant und die armen Bedienungen, die sind verpflichtet, Masken zu tragen. Ja? Alle anderen sitzen im Freien. Dann sage ich, was soll das jetzt? Warum sollen die Masken tragen? Andere dürfen frei hier sitzen. Ja? Also es kann nicht sein, dass der Grund für das Maskentragen irgendeinen gesundheitlichen Aspekt hat, dass das irgendwie was damit zu tun hat, dass sich Menschen nicht anstecken, sondern, das ist ja die Schlussfolgerung, es wird ja nur deswegen gemacht, um dann den Anschein zu erwecken, es wäre eine große Gefahr, um diesen Virus, der ja nicht sichtbar ist und wo man auch nicht sieht, dass die Leute jetzt tot umfallen auf der Stelle und so, sieht man ja auch nicht, auch in den Krankenhäusern, Intensivstationen sind ja auch nur vielleicht ein paar Leute. Das heißt, Gefahr existiert nicht. Aber ich versuche halt dann das ist der psychologische Trick an der Seite, ich versuche über die Masken dann den zu suggerieren, quasi den Anschein zu erwecken, als wäre die Gefahr da. Ja? Und da muss jeder sagen, hey, was soll das? Ich will das nicht, ich halte es für sinnlos und ich mache das auch nicht. Ja? Also da mache ich nicht mit. Und da braucht jetzt niemand jemand anders überzeugen, sondern erstmal nur jeder sich selbst überzeugen davon, dass er sagt, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll und dann sich entsprechend verhalten. Und wenn einer zu der Schlussfolgerung kommt, es wäre furchtbar sinnvoll, dann soll er es machen. Ja? Also bloß mal so vom Kognitiven her. Anscheinend ist es so, ja, mit diesen Masken. Ja? Masken mit ihren ganzen Fenstern, wo was durchkommt, sonst kannst du gar nicht mehr atmen, ja, können Viren überhaupt nicht abhalten. Ja? Die können vielleicht ein paar Bakterien zurückhalten, die sich dann in dieser Maske sammeln und verbreiten. Aber neulich haben wir so einen Vergleich gehört, ja? So ein Virus ist wie ein Moskito. Und wenn du jetzt versuchst, einen Moskito durch ein Maschendraht abzuhalten, dann funktioniert das nicht. Ja? Du kannst vielleicht Hunde da auch abhalten, aber was Bakterien sind, vom Größenvergleich hier, Hunde und Moskitos. Aber durch die Maske hältst du keine Virus ab. Also von daher ist es völlig irre, ja, dass man das macht. Und es hat also nicht einen Grund, Gesundheitsschutz, sondern ist der Grund quasi zu sagen, ist alles gefährlich hier, wir müssen so darauf aufmerksam, da gibt es ein Killer-Virus, den müssen wir uns sozusagen dafür schützen. Ist Unsinn. Ja? Und von daher ist es, glaube ich, erstmal, jeder für sich muss das doch klären. Ja? Und ich kann es doch nicht jetzt für jemand anders klären, das muss er doch selber machen. Der muss doch selber, wenn ihm sein Leben wichtig ist, wenn ihm sein Leben, so wie er es führt, für ihn was bedeutet, und atmen ist ja schon was Wichtiges, dann soll er es doch bitte selber machen. Und wenn jetzt einer draufkommt, und sagt, ich habe das studiert, ich habe Experimente gemacht und ich habe herausgefunden, das schützt jetzt mich vor dem Virus. Soll es machen? Kann es machen? Kann er jeder gerne machen. Aber bitte nicht mir Ja. dann Ja, aber die aufoktroyieren. Eltern machen es ja bei den Kindern. Das heißt, die Kinder werden ja gar nicht gefragt, weil na, die müssen ja, die haben ja die Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Und das ist ja der Punkt, weil na, Naja, das aber weißt du, Kind selbst kann ja gar nichts entscheiden. Eben, das ist eben dieses Elend der Kinder. Ja, es gibt ein Buch, das zitiere ich gerne auch in Interviews, von dem Herrn Lloyd de Moss, das ist ein Psychohistoriker aus Amerika. Der hat ein Buch geschrieben, das ist eine deutsche Übersetzung, Hört ihr die Kinder weinen? Ja? Und er hat die Kindheitsgeschichte, Aufzeichnungen, das gibt es seit 4000 Jahren, gibt es irgendwie Aufzeichnungen, Tontafeln und irgendwas, schriftliche Dokumente, wie man damit ja ausgewertet hat, über wie Kinder gesehen werden, wie Kinder behandelt worden ist. Und ein Fazit, zu dem er kommt, ist, die Geschichte der Kindheit ist ein Albtraum, aus dem die Menschheit gerade erst erwacht. Das heißt, erst so in den letzten vielleicht
40, 50 Jahren, Ja. haben wir überhaupt angefangen, darüber nachzudenken, welche Bedürfnisse haben Kinder denn überhaupt? Das ist so richtig, weil ich mich ja erinnere, was die Kinder ja jetzt schon anders oder wie die Kinder schon anders leben im Verhältnis jetzt noch zu meiner Kindheit, da war ja das noch unbewusster, ne? So vor 40 Jahren. Und wie meine Grundschulzeit war im Verhältnis zur Grundschulzeit meines Sohnes, da war eine ganz andere Lebensfreude, viel bewusstere Eltern, die die Kinder haben, ja. Also ein ganz anderer, möchte ich jetzt auch mal sagen, vielleicht auch Intellekt, so ein flächendeckender oder Schwarmintellekt oder Schwarmintelligenz, ja? Ist ganz eine andere gewesen oder auch ein Zusammenhang. Das ist mir schon aufgefallen und genau jetzt, und das ist das, was mir so weh tut, wir hatten ja schon eigentlich den Weg der Heilung und auch eine Bewusstseinserweiterung und jetzt wird dieser Sack so zugemacht. Ja, ich würde es nicht so pessimistisch sehen. Ich glaube, nein, man sieht ja so viel, wie viele Menschen jetzt danach aufstehen und wirklich sich auf Standpunkt stellen. Ja, das schadet mein Kind und mein Kind soll sich doch gut entwickeln können. Wir haben eine Pädagogik, die eigentlich weiß, mittlerweile auch schon weiß, aha, man muss auf die Bedürfnisse der Kinder achten. Wir haben eine Psychologie, die sich immer mehr auch darüber bewusst wird. Ja, du musst mit dem Kind arbeiten und nicht jetzt das machen, dass das Kind wieder angepasst wird und die kindlichen Bedürfnisse. Also wir gehen schon in die richtige Richtung grundsätzlich, sage ich mal, auch vielleicht in der westlichen Welt hier. Aber natürlich gibt es dann immer wieder diesen Backslash, und das sehe ich jetzt im Moment auch so, wie so ein Versuch, das jetzt die Psychologie außen vor zu lassen, die Pädagogik außen vor zu lassen, so zu tun, als würde man das alles gar nicht brauchen, als könnte man das alles mit dieser naturwissenschaftlichen Sichtweise, Virus gleich Krankheit. Und alles andere, was dazwischen ist, das Immunsystem, das tun wir alles ignorieren. Also mit dieser Primitivdenke, ja, muss ich sagen, diese ganze Pandemie, das Modell, das Grundmodell, ist ja noch primitiver wie die Schulmedizin. Ja? Die Schulmedizin, die sagt ja nur wenigstens doch, du musst erstmal ein Krankheitssymptom haben, damit wir dich behandeln können. Jetzt sagen die, nee, das muss nur ein Virus da sein, damit wir dich behandeln können. Das Ja, klar. ist ja schon ein extremer Standpunkt, ja? Überhaupt nicht mehr zu gucken, ob die Menschen krank sind und dann herzugehen, okay, jetzt tun wir euch behandeln, sondern so ganz extrem, bloß weil irgendwo ein Virus ist, müssen alle Menschen geimpft werden. Also das ist ja so ein Primitivmodell, wo man sagen kann, also primitiver geht gar nicht mehr. Also ein Rückfall in finsterste Zeiten auf wissenschaftlichen Denken, muss man auch sagen. Und ja, ich denke, dass auch selbst wenn das eine gewisse Zeit geht, es bricht in sich zusammen, weil es so kontrafaktisch ist. Ja? Es geht so gegen das, wie wir Menschen sind, wie die Natur ist, dass es gar nicht lang durchzuhalten ist. Ja? Also sagen wir, das tausendjährige Reich in Deutschland hat ja mal 12 Jahre gedauert. Ne? Dann war es, weil es geht, weil es nicht stimmt. Man kann etwas nicht ewig gegen die Realität dann aufrechterhalten. Aber natürlich, man muss jetzt im Moment eben sich darauf besinnen und sagen, da ist gerade eine ja, Gruppe von Leuten am Werk, denen geht es vor allen Dingen um ihr Geld und Macht, und die gehen dafür über Leichen. Ja, das schert die jetzt gar nicht so groß. Und da ist natürlich wirklich wichtig, dass diese Weltbevölkerung, die sich so in den letzten Jahren herausentwickelt hat, die bewusst sind, die wachsam sind, die von Pädagogik, von Psychologie und auch von alternativen Modellen eine Ahnung haben, man sieht es ja. Es gibt ja eigentlich keinen intelligenten Menschen im Moment, ja, der sich zu dieser ganzen Sache äußert, der jetzt sagt, ja, das ist alles so richtig. Ja. Aus meiner Sicht alles entweder gekaufte Leute, auch Wissenschaftler, oder eben drittklassige sonst irgendwas, wo sie hergenommen werden, die jetzt als Befürworter dieses ganzen simplen, falschen Modells auftreten und dann halt, ja, also man sieht es ja auch an der Journalismus, sind ja für mich keine erstklassigen Journalisten mehr, die man gerade so in den Leitmedien haben, sondern sind also aus meiner Sicht also ja fast nur noch Lohnschreiber, die halt dann das machen, was man ihnen aufgetragen hat, was sie machen können, stecken selber knöcheltief in Schlamm. Und was können sie anders als den Schlamm um sich werfen? Also, das ist leider im Moment so, ja. Aber ich sehe es insgesamt eher so, wenn, dann ist es eine Durchgangsphase in Richtung einer Sehr beruhigend. weiterhin sicherer, selbstbewusst werdenden Menschheit. Ja.
Ja, das klingt natürlich alles schön. Man hat immer wieder mal, weil man, wenn man so sich viel mit beschäftigt, also jeden Tag natürlich viele Stunden, das ist ganz klar, man kommt ja auch nicht drum rum. Man wird ja ständig auch mit dem Irrsinn konfrontiert, ne? Und man hat schon immer wieder mal das Gefühl, Gott, was wird das noch und wie lange wird das dauern? Und eigentlich weiß man schon immer, klar, wir haben doch schon so ein hohes Bewusstsein, zumindest einmal jetzt in unserer Region, sagen wir mal Deutschland, Europa, da haben wir doch irgendwo schon ein Level erreicht, wo man sagt, da kann man doch nicht auf Dauer drauf reinfallen. Jetzt muss man langsam wirklich kollektiv klar werden. Es dauert schon zu lang. Die Lüge kann sich so lange nicht aufrechterhalten. Deswegen ist ja die Gefahr, dass jetzt quasi unser, ich nenne es, man weiß ja gar nicht, wie man beim, in Gegenwart vom Herrn Ruppert die alle nennen darf, aber ich nenne sie jetzt mal Täter, gell? Wenn die jetzt hergehen und sagen, jetzt setzen wir uns drauf, jetzt machen wir noch einen schönen Lockdown, einen zweiten, ne? Da bin ich schon zutiefst davon überzeugt, das dürfen die sich schon gar nicht mehr erlauben. Das ist so das Gefühl, was ich habe. Und wenn die das tun, also das kann ja eine Gesellschaft gar nicht mehr verkraften jetzt, ne? Ja, deswegen sind sie quasi auf die schlaue Idee gekommen, jetzt machen wir keinen generellen Lockdown, sondern wir machen einen lokalen Lockdown. Jetzt machen wir dann irgendwelche Städte zu irgendwelchen Das ist Krisengebieten und ja, sie. also da Aber macht da man nur merkt man. Bayern zu und setzt man mit dem Söder Ja, fest. genau. Na Wahnsinn, Nee, ja, nee. was, wer weiß, was ist so, ne? Ja, Also da merkt das. man, die denken da rum und die laborieren natürlich auch in ihren eigenen Widerständen. Haben natürlich nicht gedacht, dass die Russen jetzt ihren eigenen Impfstoff entwickeln werden. Haben auch nicht gedacht, dass da Trump mitspielt. Also alles, was sie sich so schön ausgedacht haben, was alles so flutschen soll, das flutscht ja alles nicht, ja. Und auch das mit dem Impfstoff, also da kommen ja auch Meldungen rein. Ja, jetzt haben sie dann was getestet, wo einer dann fürchterliche Rückenschmerzprobleme bekommen hat und so. Also ich denke auch dran, nämlich man hat es ja mal versucht mit der AIDS zum Beispiel. AIDS hat man ja genauso hochgehypt. Ja, und gesagt, ja und AIDS und Virus und alle müssen dann sozusagen, letztes Jahr haben wir auch darauf gehofft, dass man da eine Impfung findet, irgendwas, ein Medikament. Ist ja auch nichts geworden, ja, ist irgendwann eingeschlafen. Ich glaube, das wird mit Corona sein. Die werden keinen wirklichen Impfstoff finden, weil du kannst es gar nicht sachlich den, ne? Da glaube ich also den Leuten wie den Ja, und Fachleuten wie solange der Backe, nicht gefunden wird, heißt es Maskenpflicht. Und da kann ja, man ja aber. nur hoffen, dass die Leute halt jetzt Na, langsam aber schau mal her, wirklich. nein, schau mal her. Was heißt denn das, ja? Selbst ein Anschuber in Österreich sagt, wir können uns keinen zweiten dann leisten, der weiß es genau. Also sie sägen doch permanent an dem Ast, auf dem sie selber sitzen, ja? Sie ruinieren, sage ich mal, einigermaßen noch stabile Ökonomien, so wie es in Deutschland war, also immerhin. Es war noch so, die ruinieren sie das. Die hauen alles. Tafels, am Schluss noch das Tafelsilber, ja, jetzt in diese Ja, Geschäftsidee das kommt vom einem schon Impfen. so vor, ne? Die investieren die ganze Zeit und haben eigentlich gar keinen Gewinn. Nein, nein, und die Ja. werden noch nie einen Gewinn haben, Ja, weil das, woher? Ist ja nichts mehr da. nein, es wird kein Gewinn, es wird auch keinen Gewinn geben für irgendjemand, außer für die Leute, die Impfstoffe herstellen, ne? Ja. Weil das alles ja aus dem Staatshaushalt bezahlt werden wird. Es werden ja da keine Geschäfte gemacht, die andere sozusagen wieder anregen, dann Wirtschaftswachstum, sondern ist ja der Staat, der das zahlen soll. Ja? Das heißt also, da mitzumachen, ja, so einem Programm, wo der Abnehmer und der Bezahler auch von dem Impfstoff der Staat ist, das kann auf Dauer ja auch nicht gut gehen. Ja? Also das heißt, die ganzen Staatshaushalte, die noch einigermaßen funktionieren, die werden ruiniert werden. Dann müssen sie sich irgendwie was ausdenken, wie sie ihre Währung wieder stabil kriegen oder eine Währungsreform machen. Also sie handelt sich ja ein Problem nach dem anderen ein. Also mir kommt es ein bisschen vor, ja. Da der Und Plan und darf ich nur sagen, mir ja. kommt es ein bisschen so vor, als hätten die, und es wird ihnen irgendwie vielleicht immer bewusst, als hätten die diesen faustischen Pakt mit dem Teufel angefangen. Ja. Ja, Also das kommt mir 100 so vor, Pro. nicht? Also was der Faust, ne, mit dem Teufel angefangen, er verkauft seine Seele, so Ja, kommt mir das so vor, ja. Die ja, ja. verkaufen jetzt quasi alles, worüber sie verfügen, Macht haben, ja, inklusive ihrer Bevölkerung, verkaufen sie an diese Impfindustrie. Und das wird nicht gut gehen, das kann nicht gut gehen auf Dauer. Ja. Also von daher ist für mich nur die Frage, wie viel Schaden richtet das ganze Ding an, das jetzt angezettelt worden ist, bis man einsieht, dass es nicht funktioniert. Ja. Und Also das ist nur die was? Frage, wie hoch der Schaden sind. Und natürlich wäre von daher auch hier Appell, ich muss sagen, es wäre einfach vernünftig, ja, zu sagen, jetzt steigen wir aus dem Ding aus. Ich finde bei irgendeiner Begründung, warum es jetzt anders weitergehen soll. Ja. Aber dazu müssten natürlich die Leute, die jetzt an Macht sind, müssen ja überhaupt eine Alternative haben. Die müssen überhaupt eine Idee davon haben,
Ja, für was sind Sie denn Politiker? Was schwebt Ihnen denn vor für Ihre Gesellschaft, was die Gesellschaft voranbringt, was Menschen gut tut, was man Menschenfreundliches machen könnte? Da müsste ich ja eine Idee davon haben, aber ich glaube, da gibt es ganz wenige, die im Moment noch überhaupt eine Idee haben, wohin sie eine Gesellschaft führen wollen, was es wirklich lohnt zu machen. Ja, die sind alle irgendwie, denke ich, so auch kurzfristig darauf bedacht, werde ich wieder gewählt, hab ich Chancen, dass ich Kanzler werde oder habe ich Chancen, wieder gewählt wird. Also es gibt auch übrigens so einen Mann, mit dem ich bin in Kontakt bin, der sagt, eigentlich, was wir bräuchten, entweder, wir brauchen entweder die repräsentative Demokratie, also wirklich die Abgeordneten wirklich das tun, für was sie gewählt werden, oder wir brauchen Profis. Wir brauchen einfach, genauso Politiker zu sein, ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Das muss man lernen. Das muss man lernen, wie man das gut macht. Nur jemand, der da gut ausgebildet ist, dem kannst du ja auch die Verantwortung geben. Und der müsste zum Beispiel aus meiner Sicht, wenn er dann so eine Ausbildung macht als Politiker, der müsste zum Beispiel auch psychologisch so drauf sein, dass er weiß, wer er selber ist. Weil einer, der sich selber fremd ist, den kannst du nicht das Gemeinwesen in die Hand drücken. Kannst du nicht sagen, mach mal was Gutes für uns alle, wenn der blind für sich selber ist. Ja? Also das wären auch so Zukunftsmodelle, verschiedene Modelle können wir sich überlegen, Aber da wäre wie es doch da der gut Begriff weiterging. Schwarmintelligenz wichtig, zu sagen, das ist ja auch eine Gemeinschaft, die Politik machen würde. Gesetzt im Fall, es wären jetzt Menschen aus dem Volk, die sich selbst nah sind. Das sind also dann die Philanthropen, ja, und keine Misanthropen mehr, sondern wirklich Menschen, die bewusst sind, weil sie sich selbst wahrnehmen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, man hat ja immer so eine Vorstellung, so eine Fiktion oder so eine Träumerei, dass man sagt, oh Gott, ich wüsste jetzt schon, oder die wären mir ja jetzt schon alle lieber, allein schon von unserer Wahrheitsbewegung, wenn ich sie mal so nennen darf, die wären mir ja alle lieber, oder ich selbst würde mich ja sogar noch nichts ahnend zur Verfügung stellen, weil ich mir denke, alles wäre jetzt im Moment besser als die da oben, weil sie ja so gefährlich sind und weil sie eigentlich schon gar nicht mehr wissen, was sie tun, ja, oder beziehungsweise ist sie ja nichts tun in unserem Sinne, ja. Nein, ich sage, Und der Pakt mit dem Teufel. Ne? Also, genau. und überhaupt, das muss man auch mal sehen. Ja? Unser gesamtes System ist eins, das aufgebaut ist auf Geldvermehrung. Ja? Und wer Geld hat, hat die Macht. Und wer die Macht hat, kann Geld vermehren. Ja? Also auch dieses System muss man sich auch mal fragen, wie sinnvoll ist das eigentlich? Ja? Sich diesem Systemzwang dann auch zu unterwerfen. Ja? Und was ist die Alternative davon? Also ich glaube, auch diese Pandemie kann an so vielen Ecken und Enden jetzt Menschen zum Nachdenken bringen, zum Überlegen bringen. Ist das System, in dem wir stecken, ja, ist es nicht, das kann man die Pandemie nicht deswegen machen, weil das ganze System schon krankt. Na klar, Weil es an da diesem hat man ja System schon darauf irgendwie, meiner Meinung nach ja. hingearbeitet, um zu sagen, wir schwächen die Menschen schon so, dass sie dann hörig sind. Und diese Hörigkeit, die ist ja dringend die Voraussetzung dafür, dass das Ding jetzt so funktioniert und die Leute eben auch so gehorsam sind. Ja, weil da muss man sagen, warum hörig? Weil man mit ihnen halt Geschäfte machen will. Also weil man mit ihnen halt Geld machen will, Geld verdienen will. Ist ja nicht jetzt auch die ganze Informationsabsaugerei, die passiert, ist ja nicht deswegen, weil man gerne die Leute ausspioniert, sondern weil man halt das wieder verkaufen will. Wenn man die Informationen, die man von Leuten will, man dann wieder weitergeben, will man verkaufen. Genauso mit dem Impfen, ja. Man macht die Menschen zum Impfobjekt, weil man damit Geld verdienen will. Also dieser Zweck, der müsste hinterfragt werden, aus meiner Sicht. Ja. Ist unser Leben und das gesellschaftliche Leben auf diesen Zweck orientiert, dass möglichst immer Geld, aus Geld Geld gemacht wird, oder ist Geld Mittel zum Zweck? Und nicht Selbstzweck. Ja, genau. Was es ja ist. Ne? Jetzt im Moment ist es Geld, die Geldvermehrung ist selbstzweckhaft. Ja? Und das andere wäre eben, wenn wir schon sowas wie ein Geldsystem haben, dann soll bitteschön das Geld uns dienen, die Zwecke, die wir haben, nämlich ein gutes Leben zu führen, dass ausreichend Wohnraum da ist, dass ausreichend gesunde Nahrung da ist, dass ein sauberes Wasser da ist, dass wir auch Kleidung haben, mit der wir uns wohlfühlen und so weiter. Ja, das wäre das, wofür man dann sagt, da setzt man dann das Geld ein, wie auch immer. Und damit schaffen wir die gute Lebensvoraussetzung, damit Kinder zum Beispiel, ja, nicht darunter leiden müssen, dass ihre Mamas für ein Apfel und ein Ei irgendwo an der Supermarktskasse dann ein bisschen Geld reinbringen müssen, damit sie die Miete für sich leisten können. Und das Kind ist in der Zeit in der Kinderkrippe und wird traumatisiert durch diese Abwesenheit der Mama. Also eine Gesellschaft, ne, die dann auch begreift, ja, dass bestimmte Dinge wichtig sind. Und zum Beispiel, dass Mütter ihre Kinder in einem guten Sinne so lange betreuen können, bis die Kinder aus diesen ganzen Anfangsunsicherheiten draußen sind. Das würde eine gesunde Gesellschaft, wird das kapieren. Aber eine traumatisierte Gesellschaft, wie ich das sehe, die kapiert es nicht. Ja, die kapiert nicht, an welchen Stellen sie Riesenschaden anrichtet, wo sie zum Beispiel auch Kinder früh traumatisiert,
Mitte früh traumatisiert. Und dann natürlich entsprechend geht es dann weiter, geht in der Schule weiter, geht im Arbeitsleben weiter und geht Körper bis hinauf in die Politik. Ja, also da muss halt jeder Elternteil und müssen die Mütter und Väter wirklich auch nah bei sich sein, um natürlich zu erkennen, ja, es ist ja, weil das Modell, dass man die Kinder ja schon in eine Kindergrippe bringt, das ist so en vogue, ja, das ist ja völlig normal, ne? Ja, und das war Das ja, ist ja das Beste für die Kinder und mir genau. tut es immer weh, wenn die schon um 7 aufstehen müssen. Das Kind darf doch erstmal grundsätzlich bis 9 ausschlafen, ja. Also die Mütter sind da auch irgendwo, die heutigen Mütter zum Großteil wirklich von sich sehr entfernt, weil sonst würden die ja begreifen, dass ich so ein kleines Kind nicht aus dem Schlaf reißen kann morgens. Da geht es ja schon los, ne? Das ist schon so, dass das ja deswegen funktioniert schon seit vielen Jahren mit diesen Krippen, ne? Und jetzt natürlich wird es ja immer schlimmer. Jetzt manche Mütter wollen schon den Kindern in den Kindergärten die Masken aufbrummen aus Angst, wohlgemerkt, obwohl es ja gar nicht verpflichtend ist für Kindergärten. Auch das habe ich jetzt schon von dem Kindergärtner gehört, ne? Dass da die Mütter dahinter sind. Also sie ist so weit entfernt dann quasi von Genau. sich selbst, Von ja. sich selbst, von den eigenen Bedürfnissen. Und wenn eben da nicht mehr in Kontakt bist mit den eigenen, dann spürst du auch nicht, was dein Kind braucht oder was Ja, so dessen ist das. Bedürfnisse sind. Ne? Und dann kann man auch nicht mehr einstehen für seine eigenen Bedürfnisse. Und auch das ist ja auch zum Thema mit Impfen. Ja? Einer, der von sich selbst so abgesprochen ist, auch von seinem Körper, der sich selber nicht spürt, aufgrund eben seiner Traumatisierungen, wo er dann dissoziiert aus dem Körper geht und so, ja, das ist auch wurscht, ob er geimpft wird oder nicht. Ja? Weil der hat eh kein Verhältnis zu seinem Körper. Ja? Und deswegen denke ich, dass die Leute eher aufgeschreckt im Moment, wenn es heißt, jetzt musst du dich impfen lassen, die ein gutes Verhältnis zu ihrem Körper haben. Also, ja, warum soll ich meinen Körper, den ich liebe, den ich schätze, mit dem ich mich wohlfühle, warum soll ich dem dieses Risiko aussetzen? Und deswegen glaube ich, ist auch an der Stelle immer die Leute, die vor sich selber so, die dann auch vielleicht schon, meine Mutter zum Beispiel, die hat was, die Medikamente geschluckt hat. Die hat am ganzen Tag, am Schluss hat sie 8, 10 Medikamente gehabt. Und das hat trotzdem noch wehgetan und jenes hat wehgetan. Die hat auch immer, also ihr Leben lang es nicht geschafft, aus ihren Traumatisierungen rauszukommen und dann ein gutes Verhältnis zu ihrem Körper zu bekommen. Und deswegen sind die Leute, die eh gewohnt sind, da gegen jedes und jedes ein Medikament nehmen, gegen jedes und einen Hustensaft oder dies und jenes und Schlaftabletten und sonst was, ja, denen macht es nichts aus, wenn es dann heißt, jetzt musst du halt noch Corona geimpft werden, ja, machen wir das halt auch noch. Aber ja, aber Ja, einer, die der, dürfen das auch sie machen, sollen es auch ne? von mir aus machen, Aber ja. wir werden Wenn das sie, so nicht aber machen. das ist das, wenn ich sage, ich achte auf meinen Körper, ich weiß, wie ich mit meinem Körper umgehe, ich weiß auch, wenn ich irgendwelche körperlichen Auffälligkeiten, Symptome habe, weiß ich meine Methoden, mir zu helfen. Ich brauche das nicht, ja. Und das will ich es auch nicht, ja. Also das hat halt, denke ich, massive Konsequenzen, wie jemand zu sich selbst steht, ja. Ob er dann jetzt auch in dieser Situation in der Lage ist zu erkennen, was da für Risiken im Gang, also für Risiken jetzt auch drohen, aber jetzt schon, also die Schäden, die jetzt schon angerichtet werden durch dieses Maskentragen, durch dieses Isoliertsein, durch das die Freiheiten beraubt haben und dann am Schluss noch geimpft zu werden. Also wer kein richtiges Verhältnis zu sich hat, der checkt es dann auch nicht, was ihm alles zugemutet wird. Ne? Und aber auch den Leuten will ich mich nicht orientieren müssen. Ja. Ich möchte mich an mir selber orientieren können und auch die Verantwortung für mich und meine Gesundheit, die ist bei mir und die liegt weiterhin in meiner Hand und die will ich auch nicht keinem anderen in die Hand geben. Ja, da wollen wir wieder hin, ne? Also ganz generell in dieses gesunde, in den gesunden Menschenverstand, ja. Und das spricht ja schon für sich, dieser Ausdruck, zu sagen, man ist bei sich, ja. Weil wenn ich doch meinen Menschenverstand nutze, dann muss ich ihn ja haben, dann muss ich bei mir als Mensch sein, muss ihn begreifen, muss das Mensch sein oder das Ich bin Ich begreifen, ne? würde aber gar nicht so sehr den Verstand an der Stelle betonen. Man braucht nur auf sein Gefühl hören. Ja. Wenn ich auf mein Gefühl höre und sage, was wird jetzt gerade gemacht? Wie redet mich einer an? Was verlangt der von mir? Wie geht der mit mir um? Dann sagt mir doch mein Gefühl sofort, ob der Mensch das gut mit mir meint oder schlecht mit mir meint. Das merke ich, Deswegen das verstehe spüre ich ich das immer nicht, sofort. die Politiker, die geben ja nur Befehle. Da ist ja ein einziger Befehlston, der ist grundsätzlich barsch und unfreundlich. Und die Leute sitzen vorm Fernseher, warten schon jeden Tag wahrscheinlich, ob Merkel was sagt. Ich schaue mir das nicht an, ich kann das gar nicht sehen. Also, wie die mit uns reden kann, ich ja Ja, dann nicht würde ich sehen. jetzt, Jetzt, ja, genau. Ich viele machen das, ne? weiß ich nicht. Ich sehe das, aber ich mag es ja selber nicht. Ich kann es ja nur bei meiner Frau
feststellen, wenn die sich mal wieder sowas reinzieht, Ja. an was es so im Fernsehen kommt, merke ich, dass sie verunsichert ist. Da merke ich eine Verunsicherung, ja, bei ihr. Da merke ich, dass es wirkt. Dass Aha. diese Panik mal, Ja. die Angst mal durchaus bei ihr Wirkung zeigt. Sie würde auch bei mir Wirkung zeigen, deswegen tue ich mir das ja auch nicht an. Und von daher würde ich jetzt auch gar nicht so sehr die Menschen sagen, wir, die erwarten jetzt drauf, sondern die sind halt Ja, verunsichert, na klar, weil die man sind braucht ja am nächsten verunsichert. Tag wieder die Information, wie ist der Stand, weil es kann ja noch gefährlicher Na werden. Also klar. es ist ja auch ein Suchtfaktor. Man informiert sich halt erstmal und so, meint, man muss sich da informieren. Und ja, ich denke eher, die meisten Menschen sind eher überfordert, massiv Ja, überfordert. total. Und dann kann man natürlich immer in den Überforderungssituationen, kann man ja sehen, dann gibt es dann so verschiedene Auswege. Der eine da ist dann, ja, das muss man jetzt machen, der identifiziert sich voll mit dem anderen, der andere identifiziert sich halb damit und hält sich seine Hintertürchen offen. Und der dritte, der nimmt dann nur die Hälfte wahr von dem, was jetzt quasi. Also da muss man, darf man, glaube ich, auch die Menschen nicht über den Kamm scheren, sondern mit jedem. Also bei mir ist es auch so, wenn bei mir einer kommt, Leute, manche, die kritisieren mich auch für das, was ich so sage, lade ich sie immer ein, komm, lass uns mal miteinander reden. Und dann sehe ich das besondere Mensch mit seinen besonderen Qualitäten, mit seiner besonderen Geschichte. Und dann meistens am Ende, wenn wir dann gesprochen haben, unterhalten, verabschieden wir uns und anerkennen uns, respektieren uns gegenseitig. Also das finde ich auch wichtig, nicht? Nicht, dass sie jetzt mir den gleichen Fehler machen, so wie die Leute, die jetzt diese Pandemie inszenieren, alle wie eine Masse sehen, die man manipulieren kann, wo man ja irgendwie halt dann irgendwie auf den Knopf drückt und auf den Knopf drückt, wo man denkt, das wird dann schon funktionieren, sondern dass wir hier jeden Menschen differenziert sehen. Dass wir jeden Menschen, jeder ist ein Individuum, ja, und es sind keine Schlafschafe oder sonst was, sondern jeder für sich ist ein Das ist Individuum. nicht schön. Deswegen schätze ich jetzt auch das Gespräch heute so mit Herrn Rupert, weil einfach so eine Sanftheit und so eine ganz, also seine Sichtweise ja mit einbringt, weil wir sind ja doch auch sehr gepusht alle, ja. Und wir sind ja auch, im Grunde, wenn wir auch keine Angst haben vor einem Virus oder vor diesen Dingen, ja, so triggert uns ja auch ein bisschen die Wut auch, ne, weil wir ja wissen, ja, alle, die jetzt unbewusst sind, die bringen uns ja auch alle mit ins Unglück. Ne? Also es sind so viele Emotionen im Umlauf, ja, die das ja, was da jetzt verursacht wird, das ist ja so ein Sammelsurium und Nein, aber das stimmt nicht. Nicht die Leute, die jetzt da irgendwie so die Masken herantragen und anderen dann mitmachen, sind die uns, die das Ganze machen. Die Leute haben das sich nicht bestellt. Ja, sie sind auch genauso überfallen worden wie wir alle Anfang des ja. Jahres, ja, und stellen sich halt dann darauf ein. Und der eine hat halt die Möglichkeit, der andere hat jene Möglichkeit. Aber ich würde nie jetzt dahergehen und die Leute beschimpfen, dass sie jetzt da Naja. irgendwie, dass sie uns nein, sondern jeder ist an der Stelle eigentlich gefordert und jeder kann es unterschiedlich, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was wie ein Überfall jetzt ist, ja, wie ein Überfall auf uns alle. Und ich sehe einfach wahnsinnig viele Menschen, die jetzt aufwachen, die nach der ersten Schockphase sind auch wach. Mir geht es ja auch so, ich bin auch erstmal, habe ich ja gedacht, ah, das ist vielleicht doch eine Naturkatastrophe, was es meiner Meinung nach nicht ist, sondern eine menschengemachte Katastrophe. Und dass man einfach sieht, jeder an seiner Stelle hat halt Möglichkeiten. Und manche Menschen, ja, die sitzen im Altersheim, was haben die noch für Möglichkeiten, sich zu äußern? Was können die nur machen? Ja? Meine Oma, die sieht das alles nur mit 95, sehr Ja, und differenziert. andere können es wieder sehen. Ja? Also Ja. ich würde sagen, jeder an seiner Stelle Ja. kann was erkennen oder kann nichts erkennen. Und das mache ich mir gar keine Gedanken so viel über die anderen Menschen. Ich mache mir Gedanken über mich selber. Und wenn einer zu mir kommt, mit mir reden will, dann auch mit diesen Menschen, ja. Aber so über die anderen immer zu spekulieren, das finde ich auch gar nicht so fruchtbar. Das ist auch wieder der Punkt, da bin ich nicht bei mir. Auch das ist für Stimmt, meine Identitätstheorie stimmt. so ganz wichtig. Bleib bei dir. Mach dir Gedanken über dich. Mach dir über Ja, deinen ja. Gedanken über das, wer du bist, was die Möglichkeiten für dich sind. Mach dir Gedanken, wo vielleicht deine Angst herkommt. Auch das habe ich ja für mich auch mal Ja. dann herausgefunden in so einer Selbstbegegnung, so einer Arbeit mit mir selber. Dass diese Angst, die durch den Virus getriggert wird, so eine Todesangst, das was zu tun hat mit meinem frühkindlichen, ich wäre fast viermal gestorben. Bis Okay. zum ersten Jahr wäre ich fast viermal gestorben. Aber mein Leben auf die Kippe. Ne? Ist natürlich klar, wenn jetzt irgendwas im Außen kommt, ich eine Bedrohung Ja. fühle oder sonst, dass jetzt diese alten Erfahrungen, Muster getriggert werden. So könnte es dann natürlich auch jetzt bei anderen auch so sein. Und ich weiß es, dass es so ist bei den Ja. Leuten, die zu mir in Therapie kommen, ja, dass man sich auch nochmal da klar wird. Oder wenn ich Wut habe, zum Beispiel hat auch, das habe ich ja in einem Artikel mal beschrieben,
Nee, 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 nee. Eine Frau in der Praxis, dann hat das Anliegen gehabt, ich Bill Gates, ja, warum Bill Gates? Ja, weil ich habe so eine Wut drauf, den würde ich am liebsten umbringen und so. Ja, wenn man das anschaut, dann steht der Gates halt für ihren Vater, ja, der sie sexuell missbraucht hat, Okay. was für sie noch nicht im Bewusstsein war. Also muss man immer hinschauen, ja, Ja. woher kommt auch meine Wut und das Ganze, damit man dann auch in der aktuellen Situation immer sieht, was ist gerade los, wie ist die Situation zu beurteilen, welche Argumente habe ich auf meiner Seite und so. Und so, ne? Also es ist auch eine Chance, so eine Situation ist auch eine Chance für Persönlichkeitsreifung. Und die kann ich jetzt nutzen oder nicht Oh nutzen. ja, klar. Also das ist ganz klar, dass diese Möglichkeiten auch das über sich wieder hinauswachsen. Man wächst ja eigentlich immer zum letzten Atemzug, meiner Meinung nach. Man ist nie angekommen. Und na klar, wir packen uns alle wieder an der Nase und sagen, jetzt haben wir ja noch eine extremere Situation, die wir schon immer mal hatten, und es wird ja vielleicht noch extremer. Und immer wieder da für sich sauber, möglichst sauber rauszugehen, um eben noch in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay, ich habe ja einfach mal meine Fassung gewahrt, ja, und da kämpfen wir jetzt im Moment wohl alle, egal wie bewusst wir sind. Ich glaube, wir stoßen alle an Grenzen durch die Situationen, und deswegen ist es so schön, jemanden da zu haben, der da so souverän damit umgeht und wirklich so entspannt damit umgeht. Ich finde, das ist für uns alle ganz, ganz wichtig, weil wir so gepusht sind. Jetzt gerade Menschen wie ich, die jetzt ständig auch auf den Demos am vordersten Front sind, ja, durch den Journalismus oder überhaupt, also selbst wenn das nicht wäre, wäre ich an vorderster Front, ich muss das alles wissen. Und das ist schon, sind so viele Emotionen, die dir auf einen einprasseln und die man verarbeiten muss, und man wird retraumatisiert, also in verschiedenen Formen wieder. Und auch Menschen, die sich die Bilder angucken, die nicht vor Ort sind, die musst ja nur die Bilder gucken, prügelnde Polizisten. Und klar, wir wissen schon alle, also vor allem auch die Bewegung, die das ja auch macht oder die jetzt diese Demos macht, wir wissen, das sind nur Menschen. Es wird immer wieder wiederholt und betont, und es wird immer friedlich damit umgegangen, zu wirklich 99%. Und das darf so weitergehen. Also wirklich ja, einfach bei sich bleiben, um dann auch festzustellen, das ist ein Polizist, das ist ein Mensch, ja. Und ihn nicht eben als ein Instrument sehen, sondern immer diesen Menschen sehen. Das kann ich eben vielleicht nur, wenn ich immer bei mir bin. Auch wenn ich mal wieder entrücke, dass ich mich dann zurückhole, da gibt es sicher Methoden zu sagen, ich bin jetzt in einer Ex, ich möchte zum Beispiel nie in so eine Situation kommen, wo ich zwei Polizisten sehe oder drei oder mehr, die auf jemanden einprügeln. Dann weiß ich, dann kann ich nur, also ich sage dann immer, okay, lieber Gott, sei dann bitte bei mir, und ne, weil dann weiß man nicht, ob man nicht vielleicht reagiert, sodass man hinterher bereut, ja, oder dass es einfach keinen Sinn macht, dass es einfach die Situation nicht rettet. Also da muss man bei sich sein, und so gilt es halt ständig, ne? Naja, man ist ja vielleicht ein grundsätzlicher Prozess, den wir als Menschen insgesamt vielleicht irgendwann mal kapieren, dass Gewalt keine Lösung für uns ist, ja, sondern Gewalt neue Gewalt erzeugt. Und dass man, wenn man quasi auf Krieg mit Krieg reagiert, auch nichts besser wird, kein Frieden draus und so, sondern dass letztendlich, und da bin ich tiefst von überzeugt, ja, der Frieden beginnt damit, dass ich mit mir selber in Frieden komme. Ja, dass ich quasi diese, und das darf ich vielleicht noch sagen, was ich ganz wichtig finde, dass ich diese Widersprüchlichkeit, will ich leben oder will ich nicht leben, in mir aufgelöst habe. Weil viele Menschen, weiß ich mittlerweile auch aus der Therapie, weiß ich von mir, ja, wenn du am Anfang deines Lebens die Erfahrung machst, du bist gar nicht gewollt, ja, du bist nicht geliebt, du bist nicht geschützt, das ist ja die Trias, die man sagt, dass viele Menschen dann auch in sich so einen Anteil haben, der sagt, eigentlich will ich gar nicht leben. Eigentlich macht es gar keinen Sinn, dass ich da bin. Ja? Aber viele machen das Und ja dann hat man so, jetzt. da hat man also Ja. diese Spannung in sich selber. Ein Teil will leben unbedingt, ja. Und ein anderer Teil, der hat sieht gar keinen so richtigen Sinn im Leben, wenn ich nicht geliebt wäre. Und das ist auch etwas, woraus sehr viel Destruktivität entsteht. Ich glaube, dass viele Menschen, die jetzt auch so Pandemie machen, die dann zu den Geheimdiensten gehen und als Leute ausspionieren und ganz furchtbare Dinge auch gegen andere Menschen machen, ja, umsetzen, ja, dass diese in sich einen Anteil haben, der eigentlich nicht leben will, der für sich gar keinen Lebenssinn hat, ja. Und deswegen sehe ich auch vieles, was wir Menschen machen, ja, und das dann so kollektiv ist, und den Aspekt einer Selbstzerstörung. Dass das wirklich das sowas ist, wie wenn die Menschheit,
mit sich selbst so im Unreinen ist und so viele Menschen so sehr mit sich selbst im Unreinen ist, dass sie Dinge tun, die letztendlich auf eine selbst, auf eine kollektiven Suizid rauslaufen. Ne? Was man an den Atombomben schon sieht. Ist ja, Atombombe ist die Waffe für den kollektiven Suizid. Und so ähnlich kommt man das ein bisschen vor, jetzt auch mit dieser Corona-Impfung, als würde man jetzt alles in diese Richtung bringen, was letztendlich nur Schaden anrichtet, ja? Was letztendlich uns als Menschen zurückwirft und nicht nach vorne bringt, uns zurückwirft, ja, in einen Primitivzustand. Und da denke ich mir auch, da sollten wir die Leute, die jetzt dafür sind, das auch unterstützen, sich die Frage stellen, bin ich jemand, der wirklich aus vollem Herzen heraus sagt, ich liebe mein Leben und ich lebe gern. Also diese Frage bitte auch, jetzt mal öffentlich vielleicht, bitte all die, die jetzt diesen Wahnsinn unterstützt, stellt euch bitte die Frage und seid ehrlich mit euch, wie ihr es beantwortet, lebe ich gern? Lebe ich dieses Leben, das ich habe, lebe ich das tatsächlich wirklich aus vollem Herzen heraus und so, dass ich sage, ja, genau so will ich leben. Ja, das war jetzt wieder eine schöne Konklusion und auch ein Appell an vielleicht viele, die noch verunsichert sind. Ja, Bettina, Gäste haben wir hier, zumindest im Studio, ich habe sie mal raufgeholt, das ist der Raphael, der bei uns ist. Dann haben wir die Tünde bei uns und den German und auch der Gunther. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sie im Mikrofon sind. Mal kurz mal antesten. Ja, der Armin ist da. Und sagen wir einfach mal direkt, und die Tünde ist auch bei uns. Ja, guten Abend, Armin. Ja, grüß euch miteinander. Es ist schön, so, ja, ich sag jetzt mal, ja, wissend, über das ganze Thema zu sprechen, ist es auch sehr, sehr erhebend, dass ein Professor, Doktor, na, das hat ja in diesem bisherigen System auf jeden Fall noch einen Wert, darüber so entspannt und wissend spricht. Ich habe gerade vorhin mit meinen Eltern eine Diskussion gehabt und die holen sich ihre Informationen aus ARD und ZDF, sitzen noch in Bayern. Und dass wir natürlich da hier konträr laufen, das ist, liegt auf der Hand. Also nur als Beispiel, ich muss ja echt sagen, ja, man glaubt immer noch, dass diese Regierungen ja logisch und für die Menschen handeln würden, also rational. Und dieses Märchen glauben die Leute immer noch. Und gerade die ältere Generation, also meine Leute sind 44er Jahrgänge, beide, die glauben tatsächlich diesen Bullshit, der über dieses Fernsehen propagiert wird. Und ich denke, das ist eines der großen Probleme, was ich sehe, dass eben diese vierte Macht im Staat, diese Medien eben so stark sind und viele eben leider ausschließlich ihre Informationen aus diesem Medium holen. Und na klar, also ich habe die Saat gelegt und da als Argument kommt dann ja, ja, hier in Schweden würden ja die Zahlen steigen. Da sage ich, das ist eine Lüge. Ja, Auto in Amerika, die vielen Toten. Da sage ich, wo sind sie denn? Das ist eine volle Lüge von ARD und ZDF. Das ist reine Propaganda. Ja, aber die würden doch nicht und bla 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 und die ganzen Staaten weltweit, die würden das doch nicht tun, wenn da nicht tatsächlich irgendwo was im Hintergrund wäre. Das ist das einzige Argument. Ja, und dann kam noch kurz, weil argumentativ mir nicht Hand zu haben war, hier, er versucht hier irgendwie mit, ja, woher wird die vielen Juden umgebracht? Und da sage ich, bitte, ich weiß nicht, wie viele gestorben sind. Ich habe sie nicht gezählt, sage ich, aber wir reden doch jetzt über ganz ein anderes Thema. Also man sieht diese ganzen Verhaltensmuster, die ja über die Jahre hinweg aufgebaut wurden, auch diese Antisemitismuskeule, auch bei den einfachen Leuten wirken. Und das hat mich schon ein bisschen erschreckt und auch ein bisschen traurig gemacht. Und naja, okay, ich will jetzt gerade weiter darauf eingehen. Ich verstehe die ganze Problematik. Ich verstehe auch die Problematik, die die Bettina hat. Hat sie ja schon ein paar Mal gesagt, dass sie da auch hier mehr oder weniger einsam auf verlorenem Posten steht und hier die Stellung hält. Und genauso, denke ich, fühlen sich viele Menschen, die hier einfach in der Bewegung sind. Und es freut mich eben, wie gesagt, dass hier so, ja, weich und wissend und ohne Druck hier gesprochen wird, gefällt mir gut und einfach weiter so. Danke.
Ja, eben, das war sehr wohltuend mal zur Abwechslung, ne, Armin, ich deswegen, weil wir halt doch alle sehr, ne, bewegt sind. Ja. Der Professor Ruppert sagt vielleicht noch kurz was zu dem Thema, weil ja immer einer oft in Ja, der Familie, ne, ich das denke, schon anders ich habe sieht es ich und hab vorher schon angedeutet. Der Unterschied zwischen, bin ich im Außen, ich schaue ich immer auf die anderen, was machen die anderen, oder bin ich bei mir? Und ich denke, es genügt, bei sich zu sein. Bei sich, erstmal, was habe ich für Argumente, was weiß ich, die bringe ich vor, die erzähle ich dort, wo es die Möglichkeiten gibt, sage ich sie. Aber immer so auf den anderen und zu gucken, das bringt einen nicht weiter. Das, im Gegenteil, das macht einen vielleicht, demotiviert einen so. Das ist für mich nicht der Erfolgsweg, sondern der Weg, der jetzt im Moment zu beschreiten, auch ist, was jeder vielleicht merken kann. Was sind meine Bedürfnisse? Was will ich und stehe ich für meine Bedürfnisse ein? Wenn ich Kinder habe, dann kann ich noch zusätzlich sagen, ich stehe auch für meine Bedürfnisse, für ein gutes Leben, für ein gesundes Leben, für meine Kinder ein. Was ist ein gutes Leben? Kann man ja auch dann definieren. Und das will ich auch. Ich will ein gutes Leben haben. Und das, was mir angeboten wird jetzt von oben, ist es ein gutes Leben? Ist es wirklich ein gutes Leben? Und dann kann man einfach aus jetziger Sicht kann man wirklich sagen, nein, das ist kein gutes Leben. Wenn mir sowohl meine Bedürfnisse nach Nähe, nach Körperkontakt, nach Zusammensein, mich mit Menschen zu freuen, zu feiern, all das, ja, wenn mir das madig gemacht wird. Genauso, wenn mir madig gemacht wird, dass ich meine Freiheiten habe, dass ich meine Berufsfreiheit habe, dass ich meine Reisefreiheit habe, dass ich auch meine Redefreiheit habe, meine Demonstration. Wenn man das alles madig gewöhnt ist, ja, dann kann man sagen, nein, das ist kein gutes Leben. Und am Schluss gehen sie sogar noch wollen dir deinen Atem, nehmen dir deinen Atem mit diesen dummen Masken auch noch. Ja. Auch das ist kein gutes Leben. Das müssen wir einfach beurteilen. Wenn die Menschen mal endlich, sagen wir, sich so insofern ernst nehmen, ja, ich will ein gutes Leben haben, was gehört dazu, dann kann man das ja sehen. Also solche Leute, die sowas inszenieren, dass man so ein schlechtes Leben hat, die würde ich nie mehr wählen. Da würde ich nie mehr irgendwie sagen, denen gebe ich nur irgendeinen Funken von Verantwortung für die Gemeinschaft, wenn die hier alle Menschen da schlechte Lebensbedingungen setzen. Ja? Also auch das genügt, wenn jeder für sich jetzt an der Stelle aufwacht. Und da kann man hinterher jetzt hier seine Eltern auffragen. Habt ihr das Gefühl, dass ihr ein gutes Leben habt? Ist es wirklich das, was ihr euch vorgestellt Ja. habt, an gutem Leben? Oder was wäre denn das, was für euch ein gutes Leben wäre? Ja. Und dass sich die Menschen darüber mal Gedanken machen. Gut, diese Fragen werden wir dann jetzt mal stellen. Wunderbar, hat jemand Fragen? Erde an Orbit. Ja, na, 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 na. Ihr war zu schnell. Ich habe mein Mikrofon in die Hand nehmen müssen. Alles Die, gut. ja, die Tünde ist da und rufen wir sie doch mal. Guten Abend. Ja, guten Abend. Bin ich zu hören? Ja. Gut, okay, super. Ja, dann schöne Grüße an alle da draußen. Ja, es ist wirklich so, dass wir sehr, sehr viel mitnehmen von unserer ja, Kindheit, sogar in den Bauch und so weiter. Und wenn man das so sieht, ja, ich weiß ja nicht. Also unsere Politiker, ich weiß nicht, ich werde nicht gerne in deiner Ederhaut stecken. Ich glaube auch, dass die einfach ein gutes Leben haben, ja. Also selbst wenn sie das Geld haben, ich glaube nicht, dass es denen wirklich damit gut geht. Aber die Frage ist, ja, was sehen Sie, wie gehen wir da weiter? Also was wäre der Schritt, den wir machen könnten, damit es wirklich vorangeht? Das finde ich zum Beispiel ein gutes Argument, da hinzuschauen und auch zu gucken, haben diese Politiker wirklich ein gutes Leben, ja? Und wird jetzt zum Beispiel Herr Spahn ein besseres Leben haben, wenn er in diese feudale Villa einzieht? Wird es wirklich ihm zu seinem Lebensfreude verhelfen oder nicht, ja? Ich glaube eher nicht, ja, weil es jetzt schon Neid gibt und ist es gerechtfertigt und darf er das und so weiter. Also, wenn man sich so von anderen Menschen auch dann wieder hervorhebt und isoliert, wenn man nicht so reich ist auch und so weiter, hat man doch immer mit Neid zu tun, ist dann quasi auch wieder, wird hinterfragt und so. Also das ist auch das nicht, auch für die Täter, auch für die Traumatäter, die solche Dinge machen,
habe ich ja herausgefunden, die traumatisieren sich durch ihre Taten auch selber. Also wenn ich jemand anders traumatisiere und es kommt auf und das, der andere, das wird dann auch offenkundig, was kommt dann raus? Dann heißt ja, du bist schuld, dann heißt, schäm dich und wir wollen dich nicht mehr. Wir schließen dich quasi aus unserer Gemeinschaft aus, ja. Und das ist nicht gut. Sehr Das ist ganz jugendschön. fürchterlich. Auch wenn diese Traumatäter, wenn sie einmal anfangen zu lügen, ja, dann heißt es ja, ich muss weiter lügen. Das kennt ja jeder. Ja. Betrügst du deine Frau, dann lügst du da und dann muss immer weiter lügen. Denn am Schluss ist ein Riesengebäude von Lügen, ja. Und so weiter. Und so ist es auch. Wenn einer anfängt, seine Ziele und Zwecke, die er hat, ja, mit Manipulation, mit Lügen, mit Betrügereien, mit Weglassen von Wahrheiten und so, wenn er diese Ziele mit dem verfolgt, dann sitzt er eigentlich dick im Schlamassel drin, ja. Und das ist kein gutes Leben. Ja? Also von daher muss man auch sehen, ist zum Beispiel jemand, der mir jetzt im Fernsehen gegenübertritt, die irgendwas sagt, ist der für mich jemand, wo ich ihm zutraue und sage, der führt ein gutes Leben, dem geht's gut. Aha, und der erzählt mir jetzt was, womit er mir hilft, auch ein gutes Leben zu führen. Ja? Also kann man doch auch prüfen, welcher ist für mich so glaubhaft, dass ich dem abnehme, der führt ein gutes Leben, dass ich dann sage, naja, du bist zu Recht an diesem Posten als Journalist, als Politiker, wo auch immer, auch anderen Menschen helfen kann und sie unterstützen kann, dass sie auch ein gutes Leben führen. Oder ich sehe, der ist abgehetzt, der ist gestresst, der ist verwirrt, der ist überhaupt nicht klar im Kopf und so. Und der erzählt Unsinn. Dann sage ich, na, das kann ja kein Mensch sein, der ein gutes Leben führt. Der steckt da mittendrin, dick im Schlamassel, ja, im psychischen Schlamassel. Ja. Und dem kann man ja auch nicht über den Weg trauen. Und Kleiner das. Trost, gell, den wir da haben, wenn wir sie so betrachten, die Täter. Ja, genau. Hat noch jemand Fragen? Ich wollte noch, wenn ich darf. Klar, Ja, liebe bitte. Tünde. Ja, also was ich sagen wollte dazu ist es, das Problem ist, glaube ich, dass viele Menschen von uns denken oder wir denken, ja, die haben so viel Geld, also haben sie ein gutes Leben, weil sie sich ein gutes Leben kaufen können. Aber ich glaube, so einfach ist die Sache nicht. Sozusagen sich ab, es ist meine Erkenntnis, also bei mir und auch bei vielen Menschen, mit denen ich jetzt hier politisch arbeite, wenn du dich von deinen ursprünglichen Bedürfnissen abgespalten hast, ja, das Bedürfnis auch bei sich auch zu sein, das Bedürfnis für seinen Körper gut zu sorgen, das Bedürfnis gute Beziehungen zu haben, konstruktive, wenn man sich sozusagen davon abspalten musste, weil man eben angegriffen worden ist, weil man nicht geliebt worden ist, weil man nicht geschützt worden ist auf Gewalt, ja, dann entwickeln sich eben dann Ersatzbedürfnisse. Ne? Ersatzbedürfnisse zu essen, ja, manche essen dann die ganze Zeit, weil sie eigentlich wollen sie geliebt werden, arm genommen werden, aber ist keiner da, also muss ich mich mit Essen trösten. Der Nächste macht es dann mit Rauchen oder mit Drogen. Und dann wieder einer, der meint dann, er wird glücklich, wenn er jetzt das teuerste Auto hat, oder er wird glücklich, wenn der FC Bayern die nächste deutsche Meisterschaft gewinnt, ja. Also es sind alles so Ersatzbedürfnisse, wo die Menschen dann nie irgendwie wirklich zufrieden sind. Ja? Und deswegen ist für mich immer so ganz klar, Menschen, die dann zu sich kommen, die ihre alten Wunden auch aufarbeiten, die werden zufriedener. Die werden mit weniger zufrieden. Die können auch das, was sie haben, allein schon, wenn ich nur mal beobachte, vielleicht auch Kinder, wie sie sich freuen, wie sie spielen, wenn ich mal im Garten bin und mir Blumen anschaue, dann bin ich oft zutiefst zufrieden. Da brauche ich auch gar nicht viel mehr. Ja? Also dann kann mich auch keiner mehr ködern, der mir irgendwie vorgaukelt, du brauchst jetzt dies als Neuestes und so. Und dann erst bist du glücklich, ja. Was man in der Werbung ja immer, was immer einem da so vorgegaukelt wird, Wahnsinn, was man alles was man alles braucht. bräuchte für ein gutes Leben und so. Ne? Oder auch diese Vorstellung, nur wenn ich einen Partner habe und es der richtige Partner ist, dann habe ich ein glückliches Leben. Das funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nur, dass du mit anderen Menschen auch Partnerschaften gut bist, mit dir selber gut bist. Ja, und da muss man dran arbeiten. Damit muss man wirklich was für tun. Also das fehlt einem, wenn man mal auf so, sagen wir, in der Traumabiografie so ein bisschen vorangekommen ist, fehlt einem das nicht so einfach in den Schoß, dass heute auf morgen dann alles gut wird, sondern dann muss man ein bisschen dran arbeiten, muss man sich auseinandersetzen. Aber ich kann nur sagen, ich begleite auch viele Menschen über Jahre auch in ihrer Entwicklung. Die werden immer glücklicher, ja. Also die werden mit Mal zu Mal, wenn sie bewusster, was habe ich alles erlebt, was ist, und die werden immer zufriedener. Und das ist für mich der Weg, ja. Der Weg auch, sich mit sich selbst zu befassen, als permanente immer im Außen zu sein, bei anderen Menschen
Und ja, und das ist ja auch, man sieht ja, sie würden die Welt retten, ja. Die sollen sich mal selber retten erstmal. Erstmal bei sich selber anfangen, sich zu retten, bevor sie auf diese irre Idee kommen, die ganze Welt und am Schluss sogar noch durch Impfungen retten zu wollen. Ja, genau. Also da gibt es einen Weg und ich sage ja immer, dass das Leben an sich ist ja ist der Weg einfach, ja, dass wir ständig mit uns selbst zu tun haben, mit uns selbst konfrontieren und es so viele Möglichkeiten gibt, glücklich zu sein, weil das entsteht ja in einem selbst, ja. Und wenn man dann vielleicht noch die Möglichkeit hat, dass man sagt, man hat die Natur, man hat hat Orte, wo man das noch verbinden kann mit diesem Freiheitsgefühl oder Schönheit der Natur. Also ich kann das nur bestätigen, ja. Mir fehlt gar nichts. Das Einzige, was halt jetzt wirklich stört, das ist die Situation, die macht einen wahnsinnig nervös und klar, logisch, man hat ja auch mit die Verantwortung, man trägt sie ja mit, ja, man ist ja nicht egoistisch und sagt, ach, wegen mir hat sich jetzt da gar nichts verändert mit der Pandemie, ich lebe mein Leben genauso wie vorher. Das wäre ja Unsinn, weil wir sind ja nun eine Menschheitsfamilie und das betrifft uns jetzt natürlich alle und wir haben ein Mitgefühl und wir haben auch Mitleid irgendwo, auch wenn das jetzt vielleicht der falsche Begriff ist, aber es ist so, ja, dass man es ja fast nicht ertragen kann, ne, das Aber Leid jetzt zu sehen. wenn ich das mal sage, ist bei mir ist nicht so, dass mein Leben einfach so weitergehen könnte. Ich kann nicht mehr in der Hochschule sein, ich kann nicht mehr mit den Studenten zusammen sein. Die Hochschule hat ein neues Gebäude gebaut, wollte man einweihen im Sommer. Ah, okay. Darf man nicht hin sein? Wenn ich, im Wintersemester, Sommersemester dürfen wir nicht hin. Jetzt ist auch schon wieder der ganze Zinnober, wer darf überhaupt das Gebäude betreten und so. Das ist fürchterlich, finde ich das, ja. Also auch ich werde zum Beispiel heute Nacht, wäre ich quasi unterwegs gewesen nach Norwegen, da war schon ein Seminar angekündigt, über 200 Leute wären jetzt da gewesen. Kann man nicht machen, ja. Okay. Das wird mir beschnitten. Also ich werde schon massiv in dem, Okay. was ich Also in für der mich, was für Bewegung mein noch gutes Leben, was bewegen. in meinem guten Leben dazugehört, das wird mir massiv beschnitten. Okay. Ja, und deswegen rebelliere nicht, deswegen nicht rebelliere ich, sondern erhebe ich meine Stimme und sage, Ja. ich will mein, das, was für mich zum guten Leben dazugehört, das will ich weiterhin machen können und ich will mir nicht durch diesen Unsinn, der jetzt da gerade inszeniert wird, der für niemanden irgendwas bringt, außer für die, die halt dann Geschäfte machen, will ich mir nicht mein Leben da beschränken lassen. Also ich kämpfe durchaus, ich muss gar nicht jetzt für, ich kämpfe durchaus auch für das, dass ich das wieder machen kann, was ich vorher gemacht habe und was für mich ein Teil meines guten Lebens ist. Ja, klar, ja, natürlich. Ja, je mehr man unterwegs war und natürlich auch na, die Bewegung genoss oder auch die Freiheit, der merkt es halt am meisten. Bei mir war es ja so, ich war die letzten Jahre einfach sehr mit diesem Land auch beschäftigt, mit Mutter Erde vor Ort. Ja, das war ganz eine neue Erfahrung für mich. Für mich hätte sich nichts ändern müssen und trotzdem bin ich so engagiert wie nie zuvor für eine Sache, weil es mich etwas angeht. Ja, und deswegen auch mein Appell wirklich an alle, erhebt die Stimme, ist es auch eben auch eine vielleicht auch geistig, ja, es ist wirklich wichtig, sich eben diese Gedanken zu machen. Fühle ich denn wohl, auch wenn ich sage, ich habe meinen Garten und mein Ding, ich brauche nichts mehr, interessiert mir jetzt da draußen nichts, kann ich mich wohlfühlen, wenn ich weiß, dass doch, oder wie es jetzt um die Welt steht. Ne? Und ja, ich denke immer noch, dass das Geist ganz wichtig ist und alles, was wir an Spirit haben und auch hier gedacht wird, gefühlt, dass das in den Äther geht und doch auch etwas erreicht, Ja, ja. Also. vielleicht darf ich noch ganz praktisch runterbrechen. Ich gehe nicht mehr gerne einkaufen. Bin Ja. froh, dass meine Frau einkauft, weil ich dieses nicht machen Ist will. furchtbar, gell? Ja, Ja, klar. und ich geh auch nicht mehr so oft zum Essen, weil ich das furchtbar finde, wenn mich Leute bedienen, die dann diese Maske tragen müssen, ja, die da Ja, gezwungen ja. sind. Das macht mir keinen Spaß. Ja, also das führt dazu, dass ich eigentlich im Moment auch, ja, immer mit Bus, mit Eisen, U-Bahn fahre, so wenig wie möglich mache, weil mir das nicht gut tut, ja. Also ich muss nur auf mein Gefühl hören, dann sage ich, nein, in dieser Welt, die so unter Druck gesetzt wird, die so mit so unsinnigen Auflagen, wo die Menschen solche unsinnigen, da bin ich nicht gerne, ja. Deswegen bin ich am liebsten zu Hause, bin am liebsten halt noch in meiner Praxis oder an Orten, wo ich weiß, da bin ich auch mit anderen Menschen zugange, zusammen, wo mich das nicht tangiert. Ja. Aber das muss man doch sehen. Es wird einem das, was so grundsätzlich im guten Leben dazugehört, Gemeinschaft, Kontakt, den Menschen die Hand geben, die Menschen umarmen, den Menschen wirklich in die Augen blinken, in ein offenes Gesicht. Das wird einem alles genommen. Die Lebensqualität wird ja doch massiv
eingeschränkt. Also mir geht es zumindest so. Ja, klar. Wie gesagt, man kommt nicht drum rum in dieser künstlichen Matrix mit diesen Auflagen und es ist auch noch viel schlimmer eigentlich. Also Uber fahren, das ist gut. Ich meine, heute hatte ich so einen guten Tag. Ich mache mich ja noch 1 Meter größer. Ich bin ja eh schon fast 2 Meter, aber ich mache mich dann immer noch größer, wenn ich ohne Maske in die U-Bahn gehe, weil dann sagen die Leute noch weniger etwas oder haben noch weniger Mut, etwas zu sagen. Naja, man findet dann schon auch so Möglichkeiten, ne? Weil es kommt für mich Ja, nicht aber in das ist Frage, doch, mich zu fügen, aber das ne? ist doch fürchterlich, dass ich das ganz normale U-Bahn fahren will. Von vorher, wo ich mir auch gar keinen Gedanken, dass ich mir jetzt plötzlich Gedanken darüber mache, was wird sein, wenn ich so in die U-Bahn einsteige? Also man hat ja schon, also ich stelle ja schon fest, ich war ja letztes Mal, ich bin zurzeit mit vielen Leuten, wir gehen auch immer irgendwo einkehren. Das ist halt, wenn du draußen bist und dich triffst, oftmals überlegt man sich, darf ich da jetzt sitzen? Also man lebt schon mit so einem permanenten schlechten Gewissen. Das ist ja verrückt, ja. Es wird einem permanent ein schlechtes. Ich habe letztes Mal zu unserer anderen freien Journalistin, die Limara, sag ich zu, der von mir da sitzen und dann überlegst, aha, ich habe keine Masken, wo muss man jetzt eine Masken, wie war das? Also das ist absurd, ne? Welche Gedanken. Und dann bleibt man lieber daheim und fern, weil man sagt, nee, bevor man da Zeit verschwendet, ne? Genau. Ja, es ist, wie gesagt, Bewusstsein schüren und selbst vielleicht das beste Beispiel dafür zu sein, was es bedeutet, bei sich zu sein und sich über sich selbst Gedanken machen und sich zu erlauben, den anderen zu zeigen, schau mal, ich erlaube mir auch, dass es mir gut geht. Weil die Erlaubnis, viele Menschen geben sich diese Erlaubnis nicht mehr vor, ja. Es darf mir gut gehen und das demonstriere ich ja mal ganz Ja, gerne, aber da ne? sind wir, den ich das noch an, jetzt eh schon 10 Uhr, aber glaube ich, weiß ich, langsam jetzt wahrscheinlich auch dann die Sendung zu Ende sind. Aber wenn ich das nochmal sagen darf, heute genau habe ich mit jemandem gearbeitet, wo es genau darum ging. Ihre Oma hat im Krieg auf der Flucht ein Kind verloren, einen Sohn. Ja? Nach dem Krieg hat sie dann wieder ein Kind, eine Tochter gekriegt. Aber der hat permanent darunter gelitten, dass sie den Sohn verloren hat im Krieg, ja? Dass der verhungert ist, die hat ja keine Milch mehr und so weiter, ist der verhungert ist. Ganz furchtbar, ganz tragisch. Ja? Jetzt ist dann sozusagen die Mutter, die nächste Generation, diese Mutter von der Frau, mit der ich gearbeitet habe, ist dann Kind geblieben. Die ist immer quasi im Leid mit ihrer Mutter verbunden gewesen. Das heißt, dann hat die wieder ein Kind gekriegt und konnte wieder für ihr Kind nicht da sein. Ja? Also wo man sieht, wie lange Ketten von Leid da entsteht, ja? Also das Leid, das wir heute erzeugen, dass es noch Generationen weitergehen kann und dass wir dann auch im Leid im Kollektiv dann versinken können, ja, wenn wir nicht irgendeinen Weg finden, dass wir sagen, okay, auch wenn es meiner Mama schlecht geht, dann darf es mir gut gehen. Ja, Richtig, auch wenn ja. jetzt irgendein anderer Mensch hier leidet, mir darf es trotzdem gut gehen. Ich muss nicht im Leid der anderen mit versinken, ja. Ganz wichtig. Und das ist auch, was viele, viele, auch die junge Generation, wo ich so feststelle, die sind oft so mit ihren traumatisierten Müttern noch verstrickt, ja, dass sie gar nicht klar sind, es ist doch ihr Leben, es geht doch um ihr Leben. Und diese Chance für ein eigenes Leben, das sie haben, ist so schnell vorbei, ja. Und du bist so viel zu lange mit dem Leid anderer beschäftigt, das du übrigens auch nicht ändern kannst. Weil wenn du das Leid anderer ändern kannst, wenn du was machen kannst, wenn es geht, dann macht man es ja auch, dann tut man was für. Aber wenn dir jemand traumatisiert ist, ja, wenn du deine Mutter traumatisiert, dein Vater traumatisiert, dein Bruder traumatisiert, wie auch immer, deine Oma, du kannst die nicht erlösen. Das können Richtig. die nur selber machen. Also Genau. sich aus dem eigenen Trauma zu befreien, kann jeder nur selbst. Da kann man nicht stellvertretend für jemand anders machen. Ja? Also von daher ist es ganz, ganz wichtig, diese Abgrenzung auch, diese Abgrenzung zu lernen. Ich mit meinem Leben und das Leben der anderen. Und jeder ist aufgerufen, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und wenn man Eltern ist, natürlich bist du eine Zeit lang für die Kinder verantwortlich, aber nie so, wie viele Eltern jetzt es das meinen, dass sie verantwortlich sind. Ja? Auch da spüren die Kinder ganz genau, wo die Eltern ihnen wirklich helfen, sie unterstützen, wo sie übergriffig sind und ihnen da was von ihnen was verlangen, was sie als Kind gar nicht leisten können. Also das, ja gut, wir haben jetzt vielleicht in einer nochmal fundamentaleren Diskussion, aber das nur als Anregung. Jeder Mensch hat letztendlich auch das Recht, sein gutes Leben zu führen. Auch wenn es anderen Menschen möglicherweise nicht so gut geht,
dann hast du trotzdem das Recht, selber ein gutes Leben zu führen. Ja, das ist jetzt immer diese Ausrede, die ich höre. Selbst mein Sohn sagt das oder überhaupt die jungen Leute sagen das doch oder man hört es oft. Ja, ihr seid ja jetzt nicht solidarisch. Ja? Das ist verrückt. Wir stehen da, wir wollen gerade wir jetzt die Wahrheitsbewegung, die geht her, die feiert, die umarmt sich, die freut sich. Und wenn man das jetzt immer so vergleicht, ja, mit den quasi Linksextremisten, die dann da stehen, eingemummt, die haben nichts zu lachen scheinbar. Und das ist so unmöglich, dieses Kontrastprogramm, ja, wo du sagst, ja, jetzt die stehen da, die Bewussten, nennen wir sie bewusst, wie soll man sie nennen, die verstanden haben, dass mir das nichts bringt, wenn ich auch leide, dann nehme ich dem anderen das Leid nicht ab. Aber wenn ich glücklich bin oder das Gefühl habe, mir geht's jetzt gut, dann kann ich das vielleicht noch schenken oder ne, noch jemanden mitnehmen in die Freude. Mhm. Aber jemanden oder zu verlangen, dass ich jemand anderen mit ins Leid nehme oder umgekehrt, ich leide mit jemandem, ne, das ist verrückt. Ich versuche doch den Menschen, wenn ich eben ein Philanthrop bin, dann gehe ich her und versuche die Menschen mitzunehmen und ein Stück von meinem Glück abzugeben. Ne? Das ist doch eigentlich dann das Ziel. Und wenn ich dann abgespalten bin als auch und dann auch ein Misanthrop, weil ich das Gefühl nicht habe für meinen Mitmenschen, weil ich es selbst für mich nicht habe, dann erwarte ich, dass der mit mir mitleidet. Das ist ja auch dieser Egoismus oftmals oder auch in Partnerschaften, ne? Dass ich sage, jetzt geht's mir nicht gut, wie kann es dir gut gehen? Das ist ja oft in Partnerschaften dieser Vorwurf. Das ist Wahnsinn eigentlich. Ne? Und das ist ja immer, ne, nicht bei, das wissen wir im Grunde schon seit den Jahren. Es gibt ja auch unendlich viele bewusste Menschen, die jetzt im spirituellen Bereich als Heiler und so weiter und oder auch Heilpraxis weiß man schon. Das ist schon im Kollektivbewusstsein sehr gut verankert, aber die Umsetzung ist noch sehr schwer. Ne, zu sagen, ich erlaube mir das wirklich. Und ich probiere das einfach mal aus, ja, ob es einen Unterschied macht, ob ich jetzt da mich zurückhalte, weil ich muss ja jetzt da mitleiden und mich der Situation der dramatischen anpassen, oder ob ich eine gute Laune versprühe. Und das mache ich immer besonders gern. Seitdem ich bin sauer, dann bin ich sauer. Aber so, ne, dass man wirklich, wenn man bei sich sein will und auch gerne ist, dass man das verschenkt. Ja, dass man also das verschenkt. Vielleicht, wenn man es so zusammenfasst, ich lasse mich von Philanthropen anstecken und nicht von Misanthropen. Mhm. Also ich sage, für mich ist der ist für mich dann auch ein Vorbild, oder der so ein wirklichen Menschenfreund ist und der so ein Misanthrop ist, der so, dann lasse ich mal links liegen und sage, mach mal deine eigene Sache. Hätte eh die Idee. Wir machen zwei Planeten jetzt auf, ja. Ja. Auf den einen Planeten schicken wir alle die gerne Masken tragen und die gerne sich zwangimpfen lassen. Und die gerne, du, es reicht ja schon ein riesiger gerne Kontinent für uns, oder wir schicken die anderen auf Jurassic Park, so ein Jurassic Park Insel, und da können die dann alle hin, die Masken tragen wollen. Und wunderbar. Und sich impfen lassen wollen bis zum Abwinken. Ja. Genau. Und wir gehen mal irgendwo anders hin und schauen mal, wie man das. Wäre eine super Sache, wobei es leider so sein wird, dass wir uns noch das alles teilen müssen, ja, die U-Bahn, den Supermarkt, den Tisch und weiß der Geier was noch alles. Ja, spannend, bleibt spannend. Ich fand es ganz toll. Genau, jetzt haben wir gut 20:06 Uhr, ein Lied haben wir nicht gespielt, gell? Wir werden auf das jeden kommt Fall noch. Wir werden auf jeden Fall auch noch eine Sendung machen. Wir haben jetzt, ich habe mir zwar etliche Notizen gemacht, wie es so oft ist, habe ich jetzt genau zweimal drauf geschaut, weil es gar nicht nötig war. Ist klar, ne, mit dem Herrn Robert, der wahnsinnig viel erzählt. Und natürlich möchten wir dann nochmal eine Sendung machen. Geht es mir um ein wichtiges Thema, das ein bisschen hinterher schleift und in diesem ganzen Prozess der Bewusstseinserweiterung, des Mutes zu sagen, wir müssen Tabus brechen. Und da ist mir der Kindesmissbrauch wahnsinnig wichtig, der Satanismus und was hier weltweit geschieht, auch vor allen Dingen in unserem Land. Und ich glaube, der Herr Ruppert hat da auch ganz viel zu sagen. Er ist bereit dazu und das ist ja auch sein Thema. Er wird ja auch unter Umständen sehr viel damit konfrontiert worden sein, mit Opfern. Und mir ist es sehr wichtig, dass wir hier Tabus langsam aufpieksen und brechen und die Menschen ein bisschen die Illusion nehmen und sagen, okay, es ist nun mal kein Ponyhof, wir haben hier auch gewisse Wahrheiten, die gibt es und die sind unangenehm, die tun weh, ja, die retraumatisieren vielleicht auch, aber wir müssen sie heilen und wir können sie heilen und wir schaffen das. Und ja, das wäre so eine Idee für eine andere weitere Sendung. Also Klaus, kannst du auch gerne ein Lied spielen jetzt?
Ja, das werde ich auch gleich machen. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz aufrichtig bedanken an deinem Gast, den Herrn Professor Dr. Franz Ruppert. Ich habe die Sendung als sehr bereichernd gefunden, für mich empfunden und ich glaube für viele Menschen auch. Und freue mich natürlich auf ein Wiederhören und mit weiteren Themen. Es hat, glaube ich, heute sehr viel geflossen, auch gerade zur Zeit der Punkt, der Nerv der Zeit, denke ich, ist wichtig. Und es geht ja um Verstehen zu lernen, in die Freude zu kommen, verstehen und nicht die Freude am Leben verlieren. Und ja, opfern oder leiden, ne, das ist gemacht vom System aus und wir können zusehen, dass es den Menschen so weit wie wir in unserem eigenen Fluss in der Energie auch helfen können, wenn wir das wollen. Aber auch die Einsicht erstmal an sich zu denken, in seinem zu sein und sein Leben in Freude zu gestalten, möglichst in Freude zu gehen und das, was einen Freude macht, was einen beschäftigt, auch man mit gutem Gefühl tun darf und kann. Es ist viel geflossen, so fand ich. Ja, da möchte ich einen Danke erstmal ausstellen. Und ich sehe, die Tünde ist noch da, die möchte auch noch was sagen, der Armin auch noch, Gunther weiß ich nicht. Und ja, Tünde, bitte. Ja, ich wollte mich bedanken und das Schöne ist, ich habe vorhin eine Frage gestellt, was ist der nächste Schritt? Also das, klar, es kann für jeder was anderes sein. Mir wurde das beantwortet, in Gefühl zu kommen. Also ich meine es jetzt nicht nur für mich, sondern ich glaube, dass viele in Kopf, also in Denken gekommen sind zwar, aber das Denken sagt dann, naja, kannst ja eh nicht ändern, also zieh die Maske an, bevor du Ärger kriegst oder sonst was. Und wo wir diese Menschen vielleicht unterstützen können, ist es, in Gefühl zu kommen. Und mit einer so eine wunderbare Frage, war der genaue Moment, was bedeutet, wie war das genau mit dem, können Sie das nochmal wiederholen mit Bedeutet ein dem? gutes Leben für dich, ja? Ist das Leben, das du führst, ist das das gute Leben, das du gerne führen möchtest, ja? Und ja, das ist immer die Genau. Anfangsfrage. Und dann kann man sagen, was sind denn für uns die Kriterien für ein gutes Leben? Ich habe die schon, ich kann die auch in Vorträgen darstellen, aber es ist viel besser, wenn die Menschen selber drauf kommen und sich auch die Frage stellen, wann bin ich in einer gesunden Psyche, wann bin ich in einer Überlebensstrategie in meiner Psyche, auch das sind ganz, ganz, ganz spannende Fragen und es ist gut, wenn die Fragen gestellt sind, es überhaupt. Genau. Was ist für dich ein gutes Leben oder für Sie ein gutes Leben? Und mit dieser Frage können wir diese Menschen, die denken, Maske tragen zu müssen oder sich impfen zu müssen, nur um Ruhe zu haben, weil sie nur im Denken sind und das Denken sagt vielleicht, naja, da kommst du eh nicht raus, also füg dich lieber, ins Gefühl zu bringen. Und mit dieser Frage können wir das tun. Und Dankeschön für die Sendung. Es hat uns alle gut getan, gell? Ja, ich sehe schon, ja, weil wir sind alle so ähnlich in diesem, ne? Das ist wunderschön, Bettina. Bettina, der Armin ist noch da. Ja, gerne. Ja, ich sage vielen Dank für die Sendung. Schön, so in diesem Weiträumigen zu denken. Ich mag nämlich dieses, was heißt ich mag, ich will dieses Corona-Thema nicht mehr hören. Es geht mir dermaßen auf den Senkel, weil es so hirnsinnfrei ist. Und ich bin dazu übergegangen, eher mehr die Beobachter des Beobachters Position einzunehmen. Und rein energetisch ist es ja auch so, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt und ich diesem Narrativ einfach keine Aufmerksamkeit mehr geben will, so dass es sich weiter nähern kann. Ich gucke zwar hin, gehe aber dann weiter und überlege nicht weiter rum, weil mir ist das meiste eh schon bekannt. Und daher denke ich, ist es auch wichtig, dass wir, die wir schon ein bisschen weiter sind, uns nicht da hier aufreiben an dem Thema, sondern das mehr ja, als Auswirkung der momentan vorherrschenden Energien betrachten. Denke ich mal, das macht es ein bisschen leichter und vor allem sind wir auch energetisch dann nicht mehr so involviert in dem Ganzen. Und ich denke, auch das heute war so, ja, das war eben nicht nur dieses blöde Thema, sondern es war
waren wirklich auch Lösungsvorschläge und gute Ansätze mit dabei. Hat mir gut gefallen. Vielen, vielen Dank. Weiter so. Sehr schön. Ach ja, toll. Genau, wen haben wir denn noch? Gunther, mal schauen, ob er was sagen mag. Gunther, nach Gruß nach Hamburg. Ansonsten, ja, da ist er. Der Gunther. Doch, ich bin da. Kann man mich hören, ja, ne? Wunderbar. Ja, ich habe auch die ganze Zeit zugehört und Fragen habe ich ja eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß ja schon alles. Aber nee, wunderbar. Also wir müssen weitermachen und ja, ich hatte heute habe ich aber auch so eine. Ich habe da so einen älteren Mann angesprochen, der gerade in so einen Bus einsteigen wollte und da habe ich ihn gefragt, ob er nach Auschwitz will. Der hat das gar nicht so richtig verstanden, aber ich vergleiche das im Moment. Die Maske ist damals der gelbe Stern gewesen und ja, und die Spritze ist dann eben Auschwitz. So. Oh, das ist Ja, hart. aber das ist so, wir sind hier in der gleichen Zeit. Also ich meine, du brauchst doch nur mal vergleichen, 22 Versailler Vertrag, 19 oder 2008 oder was haben wir wieder einen Versailler Vertrag gekriegt oder wann war das? Keine Ahnung. Die wiederholt sich die Geschichte und nur weil die Farbe heute grün ist und früher war sie braun, sehen die Leute nicht die Parallelen. Sie begreifen es nicht. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich hatte heute auch wieder eine heiße Diskussion mit meinem Sohnemann, dem ich immer klar machen will, wo die eigentlichen Faschisten sitzen. Und während die Presse ja so tut, es wären da nur Faschisten auf den Demos, das ist verrückt. Also es wird alles komplett durcheinander gebracht und gar nicht gefühlt, was das eigentlich bedeutet. Ja, also das ist verrückt. Und das sind so verrückte Zeiten. Das ist wie die Truman Show manchmal, ne? Aber vielleicht hier ein kleiner Hinweis nochmal als Psychologe, Ein Hinweis vom nicht? Professor immer Also, gerne. dass man sich da nicht das zu Herzen nimmt so sehr. Nicht Traumatäter, die das, was sie dann über die anderen sagen, ist immer eine Selbstbeschreibung. Ja? Also alles, was ein Traumatäter über andere Menschen sagt, ist im Grunde eine Selbstbeschreibung. Also so beschreiben sie sich selber. Wenn sie jemanden anklagen, du bist ein Verschwörungstheoretiker, sind sie selber Verschwörer. Wenn sie sagen, sie sind ein bisschen Rechtsradikaler, denken sie selber rechtsradikal. Wenn sie sagen, du bist ein Covidiot, Ist das so einfach so ja, so ist beantwortet? es. Wow. So ist es. Also alles, was ich aus meinem Affekt heraus, zum Beispiel meine Frau an den Kopf schmeiße, bin ich selber. Da wehre ich mich ja immer so dagegen, ne? Ja. Also Aber wenn Sie das dass sagen. man sich das klar macht, ja. Alles, was so ich jetzt über andere Menschen, ich quasi in meiner Wut und meiner Ärger und sowas, Ja. über andere Menschen aussage, ja, ist immer eine Das wäre Selbstbeschreibung. ja schlimm, was ich heute geschimpft habe. Ja, deswegen hier aufpassen, nicht wirklich Furchtbar. aufpassen in Ja, dem, klar. was man über andere Menschen Ja, sagt, klar. weil im Grunde ist es immer eine Selbstbeschreibung. Ja? Also das wirklich, und das, wenn man das weiß, ja, Ja. ein anderer, der mich angreift und mich das und das nennt, ja, sage ich immer, okay, das sind deine Aussagen. Vielleicht guckst du mal hin, was das über dich selbst aussagt und was es mit dir selber zu tun hat. Also, Ja. das ist oft ein Schuss ins Schwarze. Gut, wir packen uns also jetzt allesamt wieder an der Nase, gell? Sind nur noch liebevoll, ne, und so weiter. Nein, nein, das ist überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Also, auch das, vielleicht darf ich das auch zum Schluss sagen. Ne? Bitte. Also, ich wünsche mir, wenn ich sagen darf, ich wünsche mir, dass wir mal wieder Informationen bekommen statt Desinformationen. Die Menschen werden ja in die Irre geführt, das wissen wir ja, das haben wir auch schon analysiert, denke ich. Und einen ehrlichen bzw. einen echten Journalismus, den sollten wir mal wieder leben können und nicht einen einseitigen, ja, man sagt dazu auch Propaganda mittlerweile dazu, weil das ist ja kein Journalismus und das ist ja auch schon erkannt. Und wie wollen denn die Menschen erwachen, wenn sie jeden Tag noch oder viele noch täglich vor der Flimmerkiste sitzen? Und meine Veränderung ist erst dann für das Kollektiv der Menschen sichtbar, wenn die Medien umschwenken und mehr Aufklärung machen. Dann sehe ich eine richtige Bewegung und das wünsche ich mir. Und ich sage nochmal danke, auch Bettina, dir danke, ja. Und nochmal für euch das Mikrofon, dann mache ich noch eine Abschlussansage. Ich habe nämlich noch ein paar Informationen auch von OKTalk. Okay, wunderbar. Also, da. Ja, vielleicht darf ich noch ergänzen, das mit der Liebe auch, ja. Liebe wollen ja alle, ja. Aber die meisten, und wenn du nicht bei dir bist, dann ist deine Liebe oft eine blinde Liebe oder ist eine verstrickende Liebe, ja.
Es braucht erst das Ich, damit das Ich, die Liebe an der richtigen Stelle angebunden ist. Also es bei sich sein und zu lieben ist wunderbar, aber wenn jemand, der nicht bei sich ist, anfängt mit der Liebe, dann meist richtet er mit der Liebe oft auch Unheil an. Ja? Also das ist nochmal so ein Ding. Und das andere, was jetzt gerade der Klaus gesagt hat, das aus dem Administrator gesagt hat, wunderbar, das ist genau das. Zu sagen, was will ich? Ich will einen guten Journalismus. Ich will Journalisten, die wirklich ihren Handwerk verstehen, die wirklich dann aufklären, die differenziert, dann auch Meinungen prüfen und sich anschauen und zu Wort kommen lassen, Dialoge fördern. Ja, das will ich. So super Journalisten will ich haben. Ja. Und das wäre jetzt der Ansatz. Auf allen Ebenen. Und was will ich für Politiker? Was will ich für Journalisten? Was will ich für Menschen, die Führungskräfte sind? Was will ich? Das ist für mich genau der Ansatz, um den es geht. Und wenn man das jetzt, wenn das angekommen ist, bin ich ganz, ganz froh über das Gespräch, das wir jetzt geführt haben, weil das ist mir ein ganz großes Herzensanliegen, dass die Menschen sagen, was will ich für ein gutes. Genau, und da ist es mit dem Journalismus recht einfach, finde ich, weil ein Journalist, der zeigt ja etwas auf oder er stellt Fragen und das ist beides nicht schwer. Und wenn ich da in der Wahrhaftigkeit bleibe, und das mache ich ja auch, und ich liebe diese neue plötzliche Aufgabe, ja, aufgrund der Krise, ja, wo ich sage, das ist so toll, weil ich nichts anderes tue, als eins zu eins die Situation aufgreifen, Fragen stelle und Antworten bekomme. Und zwar bin ich da in der, ich muss nichts verändern, beschönigen, kaschieren oder sonst irgendwas ausschmücken, sondern es ist das pure Leben und die pure Wahrhaftigkeit von Mensch zu Mensch, ja. Und das ist so erfüllend und, na, also das, mehr, was soll ich sagen? Radio Okito, von Mensch zu Mensch.